Inklusion ist Beteiligung, ist das Motto dieser Tagung, mit dem wir nicht nur unser Verständnis von Inklusion ausdrücken wollen, sondern auch zeigen wollen, dass sie heute im Mittelpunkt stehen. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir Menschen aus so vielen verschiedenen Bereichen versammeln konnten, aus der Politik, aus der freien Wirtschaft, aus dem öffentlichen Dienst, von Vereinen und Verbänden, aus der Wissenschaft. Alle sind heute zu uns hingekommen, die den Weg der inklusiven Gesellschaft jeden Tag aktiv mitgestalten und so auch jeden Tag Politik machen. Mein Studium ist schon etwas länger her, aber ich habe im Politikstudium eine Definition von Politik gelernt, die für die einfachste und gleichzeitig umfassendste Beschreibung halte. Politik ist nämlich einfach jeder Raum, in dem kollektiv bindende Entscheidungen erarbeitet und getroffen werden. Jeder Ort, an dem also nicht nur gesprochen, sondern auch etwas getan wird, jeder Ort, an dem sie alle wirken, ist ein politischer Ort, an dem sie alle Politik machen. Meine Geschäftsführerin hat in ihrer E-Mail-Signatur ein Zitat von Hannah Arendt, das hierzu passender nicht sein könnte: Der Sinn von Politik ist Freiheit. Mit diesem wunderbaren Satz wird jede von ihren E-Mails abgeschlossen, und damit hat sie vollkommen recht. Denn Politik bekommt nur dann einen Sinn, wenn ihr Ziel, ihr Streben und auf die Verwirklichung von Freiheit aller abzielt. Politik, die dieses Ziel nicht verfolgt, wird nicht nur sinnlos, sondern delegitimiert sich selbst. Schwieriges Wort. Und gerade an diesem Tag, an dem eine Revolution gegen gesellschaftlich-staatliche Repressionen mit einem Transparent begann und eine andere Revolution mit dem Heben einer Schranke ihrem friedlichen Ende ein großes Stück näher kam, an diesem Tag können wir heute zusammen ein Zeichen setzen, dass Freiheit, also ein Leben in Selbstbestimmung und in Würde, das Ziel, der Weg und daher auch der Sinn von Politik ist. Und für diesen Sinn lohnt es sich aufzustehen, zu reden und vor allem zu handeln. Das zeigen und das machen Sie alle jeden Tag. Und das lohnt sich immer und überall, damals wie heute, hier und woanders, egal ob es um den virtuellen oder um den realen Raum geht, egal ob es in Washington, London oder Berlin passiert, egal ob es den Schrecken auf und vor Lampedusa in Syrien, Ungarn und Rumänien geht, egal ob Sie in Berlin, Düsseldorf oder hier vor Ort in Münster wohnen, überall dort, wo Freiheit eingeschränkt, Hürden und Barrieren aufgebaut werden sollen, wo der Zugang erschwert und Beteiligung verhindert wird, dort finden sich Menschen zusammen, um aktiv dagegen vorzugehen und die Welt wieder zu einem etwas besseren Ort zu machen. Freiheit, Selbstbestimmung und Würde sind für uns als Grünnahe Stiftung entscheidende Grundwerte. Unser Namensgeber Heinrich Böll hat sich in einem tollen Aufsatz vor allem mit der Würde auseinandergesetzt, aus dem ich jetzt auch ein paar Sätze zitieren möchte. Es handelt sich um sein doch eher unbekanntes Werk, Die ungehaltene Rede vor dem Deutschen Bundestag. Und Sie ahnen daher schon, an welche Zielgruppe er sich wendete. Die Rede fängt folgendermaßen an: Herr Präsident, meine Damen und Herren, wenn ich Sie bitte oder gar auffordere, hin und wieder im Grundgesetz hineinzuschauen, dann sollten Sie das bitte nicht als Zumutung empfinden. Unterm Arm tragen lässt sich diese schmale Hefte übrigens nicht. Es rutscht einem weg. So klein ist es. Ich habe es ausprobiert, wirklich. Es passt in jede Tasche. Auch in Damenhandtaschen nimmt es kaum Platz ein als ein volles Scheck, ein kleines Gebet oder ein Gebetbuch oder ein Make-up-Etui. Leichtes Gepäck und doch schwerwiegend. Entscheidend für viele von uns, auch für Ausländer und für Asylbewerber, die unter uns leben. Dieses kleine Heft, das Grundgesetz, ist nicht nur leserlich, es ist sogar verständlich. Es stehen vielversprechende Sätze darin. Ich finde, es wäre nicht zu viel verlangt, jedem Abgeordneten zu verpflichten, mindestens einmal wöchentlich, möglichst laut vor sich hin, das Grundgesetz zu lesen. Es sollten doch Ihrer aller Stundenbuch Ihr Brevier sein. Es könnten auch gemeinsame Lesungen abgehalten werden. Vorlesen vor der versammelten Fraktion mit anschließender Meditation, Diskussion und Interpretation. Wirklich, das Grundgesetz regt die Fantasie an und es sind die lapidaren Formulierungen, die, lässt man sie in sich hineinsinken, wahre Explosionen hervorrufen können. Zum Beispiel, die Würde des Menschen ist unantastbar, Artikel 1. Berufen Sie nicht gleich einen Anthropologiekongress ein, gründen Sie auch keine anthropologische Untersuchungskommission, lassen Sie einfach nur das Wort Mensch in sich hineinsinken. Es bedarf keiner tieferen anthropologischen Erkenntnisse, um festzustellen, dass zum Beispiel auch Türken auch Menschen sind. Sogar Chinesen, Malaien, Indios, Afghanen. Die Tatsache, dass alle Menschen Menschen sind, wird Ihnen ohnehin jeder Anthropologe bestätigen. Weiter unten heißt es denn weiter. Und der anfangs zitierte Satz aus dem Grundgesetz, sozusagen der Grundsatz unserer Republik, lautet nicht, die Würde des deutschen Menschen oder die Würde des untadeligen Menschen ist unantastbar. Achten Sie darauf und vielleicht schauen sich daraufhin einmal an, wie würdig, menschenwürdig, Asylanten, Terroristen, Ausländer untergebracht und behandelt werden. Bedenkenswert ist auch der Zustand einer immer größer werdenden Gruppe deutscher Menschen, die sich verrückterweise, als wäre es ihre Schuld, unwürdig oder würdelos vorkommen, die Arbeitslosen und Familien.
Machen Sie ihnen klar, dass es nicht nur menschenunwürdig ist, ohne Arbeit zu sein. Es ist schwer, es ist hart. Menschenunwürdig ist es nicht, schuldhaft schon gar nicht. Und dieser wunderbare Aufsatz aus dem Jahr 84 endet mit dem Satz: Sollte ich von der Würde des Menschen sprechend noch hinzufügen müssen, dass natürlich auch Frauen Menschen sind? Und noch etwas, auch Kinder sind Menschen. Deutsche Kinder, Türkenkinder, Asylantenkinder. Auch sie alle haben ihre Würde, die unantastbar ist. Meine Damen und Herren, mit dieser Tagung machen wir vieles zum ersten Mal, bewusst anders und betreten damit für uns Neuland. An dieser Stelle möchte ich auch allen Menschen, die uns per Livestream verfolgen, herzlich willkommen sagen. Ich möchte Sie deswegen in dieser Rede noch eine letzte Sache anders machen und mich nicht nur anfangs bei unseren Gästen, sondern auch an dieser Stelle bei allen Menschen bedanken, die uns diese Tagung ermöglicht haben. Im Namen meiner beiden Kolleginnen Barbara Kanne und Lisa Weimann, die heute mit mir hier vor Ort sind und die in den letzten 3 Wochen in meinen Augen wahre Wunder vollbracht haben, möchten wir uns als Heinrich-Böll-Stiftung NRW zuallererst bei unserem heutigen Kooperationspartner, der Grünen Fraktion, im LWL bedanken, namentlich bei Brigitte von Schönebeck und Dominik Kegel. Vielen Dank, dass ihr uns auch in schwierigen Zeiten zu uns gestanden habt. Sie glauben gar nicht, wie groß der Aufwand im Vorfeld war und was man alles an Formalismen bedenken muss, um eine solche Tagung auf die Beine zu stellen. Und ich hoffe, dass Sie mir zustimmen, dass das heutige Ergebnis die Mühe wert war. Vielen, vielen Dank. Dann möchte ich mich bei allen Kolleginnen und Kollegen unserer Schwesterstiftung für die letzten 2 Jahre bedanken, denn diese Tagung ist der Schlusspunkt eines 2-jährigen gemeinsamen Verbundprojektes, das den wunderschönen Titel Hochinklusiv trägt, in dem wir in ganz Deutschland viele Veranstaltungen, Seminare, Interventionen, Tagungen und Studien durchgeführt haben, um unsere Vision einer inklusiven Gesellschaft weiter voranzubringen. Namentlich möchte ich hier die Koordinatorin des Verbundprojekts und die Organisatorin unserer anderen Hälfte der Doppeltagung in Leipzig nennen. Ulrike, wenn du das hier hörst, vielen Dank für deine Hilfe, deine Arbeit. Auch wenn nicht immer alles geklappt hat, ist es doch eine schöne Zeit gewesen. Schließlich sind natürlich unsere Referentinnen in den Workshops zu nennen, die mit uns zusammen diese Tagung gestalten, in der Exkursion zur Schule Bergfidel. Die momentan leider, soweit ich weiß, nicht anwesende Barbara Wenders zu nennen, denn in Bergfidel ist heute Einschulung, das heißt, ihre Exkursion, die daran teilnehmen, wird auch bunt und laut werden. Und das haben wir nicht so geplant, aber es freut uns sehr, dass Frau Wenders sich trotzdem die Zeit nimmt, und ich bin davon überzeugt, dass es eine spannende Erfahrung wird. Als nächstes möchte ich mich bei Barbara Willeke vom Architekturbüro Planung Freiraum in Köln und Berlin bedanken, die das Planspiel im Workshop Stadt durchführt. Frau Willeke und ich hatten von Anfang an eine tolle gemeinsame Idee, und ich freue mich, dass so viele von Ihnen unserer Idee, dass eine Tagung auch praktisch und praxisnah sein darf, mit vielen Anmeldungen gefolgt sind. Außerdem möchte ich mich bei Gertrud Servus, der Sprecherin des Netzwerks für Frauen und Mädchen mit chronischer Erkrankung und Behinderung in NRW, bei Udo Holtkamp, dem Vorstand des Arbeitskreis Recycling in Herford, hallo Udo, danke. Jürgen Dahlke, Dahlke hier mit H, Geschäftsführer von Dahlke, Dahlke hier dann ohne H, Industriedienstleistungen in Gütersloh, und, ich habe ihn noch nicht gesehen, Jaid Bashar vom Vorstand von Public Diversity und dem Netzwerk Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte in NRW bedanken. Wir sind sehr stolz, dass wir ein so kompetentes und leidenschaftliches Podium mit Menschen aus NRW besetzen konnten, um so auch einen tollen regionalen Bezug herzustellen. Zu einem großartigen Podium gehört natürlich auch eine großartige Moderation. Deswegen freut es mich sehr, dass Dr. Birgit Beisheim das heute übernimmt. Sie ist Unternehmerin, Mitglied des Landtags in NRW, für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und außerdem Sprecherin für Industriepolitik und Diversity Management. Und daher kann es kaum eine passendere Moderation für diesen Workshop geben. Vielen Dank. Als vorletzte Person, bin gleich fertig, möchte ich mich persönlich bei Peter Siller, dem Inlandsleiter unserer Bundesstiftung und damit auch stellvertretend bei der Bundesstiftung für die großartige Zusammenarbeit bedanken. Peter Siller wird nachher eine, davon gehe ich hundertprozentig aus, kluge, kurze und prägnante Replik und ein Podiumsgespräch hier auf der Bühne halten. Und wir danken dir, lieber Peter, dass du dir die Zeit genommen hast und heute zu uns gekommen bist. Und als letztes möchte ich die Person vorstellen, die als nächstes hier redet. Ich durfte sie in den letzten Jahren bei vielen Gelegenheiten begleiten und erleben und war stets davon beeindruckt, wie nachhaltig und klar sie ihre Vision einer inklusiven Gesellschaft und den politisch notwendigen Schritten auf dem Weg dorthin vermitteln kann. Und ich freue mich, dass wir sie genau für diesen Part als Rednerin gewinnen können. Es gibt wiederum einen Satz unseres Namensgebers, der mich täglich bei der Arbeit begleitet und der auch ihr Lebensmotto sein könnte. Er lautet: Einmischung ist die einzige Form, realistisch zu bleiben.
Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit mir zusammen hier auf der Bühne die stellvertretende Ministerpräsidentin und Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Silvia Lörmann. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, das ist jetzt das erste Mal, dass ich hier in diesem wunderbaren Landeshaus, an dem ich bei anderen Gelegenheiten auch schon oft war, bin. Und das ist ja dann so praktisch, dass einem vom Ministerium Dinge auch gut vorbereitet werden. Und ich halte dann jetzt einmal hier sozusagen das komplette Land dann dazu hierhin, weil die Heinrich-Böll-Stiftung ja auch insgesamt natürlich für Nordrhein-Westfalen unterwegs ist. Und ich freue mich über diese Tagung. Danke für die Einladung. Es ist ja im Grunde eine Doppeltagung, Inklusion erleben, hier in Münster und möglicherweise dann auch in Leipzig sowieso, aber möglicherweise auch noch vernetzt. Ich freue mich, dass hier heute Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen Gelegenheit haben, ins Gespräch zu kommen. Und ich freue mich, dass Sie mit dieser Veranstaltung die Ergebnisse Ihres zweijährigen Verbundprojektes dokumentieren. Dies ist auch ein Schritt auf dem Weg zur inklusiven Gesellschaft. Und wenn alles, lieber André, wenn alles perfekt wäre, dann bräuchten wir diese Wege ja nicht zu gehen, und die Welt wird nie ganz perfekt sein. Und das ist, glaube ich, auch gut, dass sie das nicht sein wird. Ich finde ich auch immer ganz wichtig zu sagen, damit wir nicht irgendwas, ein imaginäres Bild im Kopf haben, natürlich brauchen wir Ziele und Werte, auf die wir hinarbeiten, aber damit wir nicht die Ansprüche auch an uns selber so hochschrauben, dass wir da immer drunter bleiben müssen, und das frustriert, und das ist das Gegenteil von Ermutigung. Und das finde ich gerade bei diesem Thema und bei all dem, was wir tun, auch ungeheuer wichtig. Sie haben sich von mir gewünscht, wie es im Programm heißt, Ausführungen zu Inklusion als gesellschaftliche Herausforderung, Chancen und Risiken der zukünftigen Gesellschaft, also bewusst nicht jetzt eine Diskussion und Erläuterung des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes. Das machen wir auch und ganz vielfältig, und Tag und Nacht beschäftigt mich das, aber heute geht es um mehr. Und es ist klar, mit diesem Thema möchten Sie, sollen wir, wollen wir unsere gesellschaftliche Zukunft in den Blick nehmen. Diesem Wunsch komme ich gerne nach, doch lässt sich unsere Zukunft nur dann gestalten, wenn wir unsere Wurzeln reflektieren, wenn wir wissen, wer wir waren und wer wir demzufolge sind und sein wollen. Vergangenheit ist etwas, was uns mit Gegenwart und Zukunft verbindet. Sie ist mehr als die Zeit, die wir in der Gegenwart hinter uns gelassen haben. Vergangenheit hat etwas mit Erinnern zu tun, mit Identität, mit Kultur und natürlich auch mit Bildung. Der Historiker Golo Mann hat es treffend auf den Punkt gebracht, ich zitiere: Indem wir wissen, wo wir sind und wie wir dahin kamen, wissen wir auch wieder, wer wir sind. Ohne Gedächtnis wüssten wir das nicht. Ohne Gedächtnis gäbe es keine Vergangenheit, es gäbe auch keine Zukunft. Zitat Ende. Vergangenheit ist wichtig, Geschichten schaffen Identitäten, individuelle und kollektive. Ihre Geschichten hier in Münster und in Leipzig, in der Heinrich-Böll-Stiftung NRW und Weiterdenken Sachsen schaffen Ihre spezifischen Identitäten und sind Ausgangspunkt für Ihre lokale und unsere globale Zukunft. Das ist, wie Sie es in den letzten zwei Jahren auch diskutieren, übrigens auch ein ganz zentraler Punkt für die Inklusion. Inklusion ist ein umfassender und globaler Gedanke, aber sie hält lokal ein Gesicht und ihr Gesicht. Und ich finde eigentlich ganz schön, dass bei diesem Thema dieser Gedanke, den wir Grüne, sage ich jetzt mal, aus der ökologischen Herangehensweise schon vor langen Jahren geprägt haben, global denken, lokal handeln, dass wir den auch auf die Frage der Inklusion sehr, sehr gut anwenden können. Vergangenheit ist aber auch wichtig, damit sich vergangene Fehler und Schrecken nicht wiederholen. Die Vergangenheit bietet uns eine wahre Schatzkammer oder beim 9. November auch eine Gräuelkammer an Erfahrungen und Orientierungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und dürfen. Wir dürfen und müssen aus der Vergangenheit lernen, um eine gemeinsame Zukunft zu gewinnen. Wir müssen erinnern, das ist Kern einer inklusiven Gesellschaft und eines demokratischen Bewusstseins von Achtung,
Wertschätzung und Verantwortung und Basis eines gemeinsamen gesellschaftlichen Miteinanders in Würde und mit gegenseitigem Respekt. Das sollten wir jeden Tag, das sollten wir besonders, aber auch heute beachten. Und ich will den Bogen der Daten, die sich um den 9. November ranken, noch etwas weiten. Heute vor 95 Jahren rief zuerst der stellvertretende SPD-Vorsitzende Philipp Scheidemann von einem Balkon des Berliner Reichstags die erste Deutsche Republik aus. Nach ihm am selben Tag Karl Liebknecht. Heute, vor 75 Jahren, brannten in ganz Deutschland unzählige Synagogen. Läden und Wohnungen jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger wurden geplündert und zerstört, sie selbst verfolgt und ermordet. André Moser hat es schon gesagt, die Gräuel des Naziterrors erreichten eine neue Stufe. Vernichtung der Juden, Verfolgung von Schwulen, von Sinti und Roma, politisch Andersdenkenden, Euthanasie, Unterscheidung von wertem und unwertem Leben. Das ist das Gegenteil von einer inklusiven Gesellschaft. Und ich finde, wir tun gut daran, diese historische Dimension, die dieses Thema hat, auch in den Blick zu nehmen und natürlich nicht nur am 9. November. Weil dieses Denken natürlich Teil eines kollektiven Bewusstseins auch ist. Und immer die Frage ja ist, wie schnell, deswegen war ich etwas erschrocken am Anfang bei deiner Ankündigung, wie schnell man solche Kollektivismen, die sich einprägen, ob man das will oder nicht, wie schnell man die überwindet. Die überwindet man ja nicht durch ein Gesetz und die überwindet man nicht durch eine gut gewählte Ministerin, sondern die überwindet man nur durch kollektive und individuelle Entwicklungsprozesse. Und das macht die Dimension dieser Aufgabe deutlich, vor der man aber natürlich trotzdem nicht vor lauter Sorge, dass man es nur alles richtig macht, nicht ganz konkret, lokal, individuell beginnen sollte. Und dafür natürlich ein wunderbares Beispiel. Vor 24 Jahren fiel die Berliner Mauer, eine Mauer, die Menschen, Familien, Freunde und zwei deutsche Staaten 28 Jahre lang voneinander getrennt hat. 1918, 1938, 1989, der 9. November ist ein besonderer Tag in der deutschen Geschichte. Er ist ein Tag, der uns erinnert und mahnt. Er ist ein Tag, der oft Schicksalstag genannt wird. Ist er das? Nein, ich meine nicht. Der 9. November ist ein Tag der Erinnerung, ist ein Auftrag. Er ist wichtig für unser Miteinander in Gegenwart und Zukunft. Aber er ist kein Schicksalstag. Nicht das Schicksal hat etwas mit den Menschen gemacht, sondern wir an jedem anderen Tag auch. Sondern wir an jedem anderen Tag auch sind es Menschen, die für ihr Handeln verantwortlich sind und waren, für das, was sie tun, aber auch für das, was sie unterlassen zu tun. Und deswegen ist dieser Tag ein bedeutender Tag auch für die Zukunft einer inklusiven Gesellschaft. Er mahnt uns, dass wir es sind, die handelnd gestalten und dass jede unserer Handlungen und Unterlassungen Konsequenzen hat. Unsere Handlungen und Unterlassungen bestimmen, wie wir mit menschenverachtendem und rassistischem Gedankengut in unserer Gesellschaft umgehen. Unsere Handlungen und Unterlassungen bestimmen, ob und wie wir miteinander reden, kommunizieren. Unsere Handlungen und Unterlassungen bestimmen, ob Mauern fallen oder bleiben. Manchmal deutlich sichtbar an der deutsch-deutschen Grenze, aber auch unsichtbar in unseren Köpfen und Herzen. Erinnerung ist ganz entscheidend für den 9. November. Erinnerung ist aber auch entscheidend für unseren Weg in eine inklusive Gesellschaft. In eine Gesellschaft, in der nicht Grenzen und Mauern, Ausgrenzung, Selektion und Intoleranz, sondern Solidarität, Respekt, Miteinander und Anerkennung unserer Handlungen bestimmen. Indem wir uns erinnern, treten wir aus der Enge eines Blickwinkels heraus. Wir setzen uns an die Stelle der anderen, wir fühlen mit, halten inne und bauen Brücken. Und damit haben wir für die Zukunft etwas ganz Wichtiges gelernt. Etwas, das Kant in seiner Kritik der Urteilskraft als eine der drei Maximen für den Gemeinsinn formulierte. Ich zitiere, jederzeit an der Stelle des anderen denken. Jederzeit an der Stelle des anderen denken. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, dieser kantische Gedanke ist ein ganz grundlegender für eine inklusive Gesellschaft, in der niemand ausgegrenzt wird oder durch Mauern,
sichtbar oder unsichtbar behindert wird. Und dieser Gedanke ist unmissverständlich, eindeutig und verlangt uns, der Gesellschaft, viel ab. Sehen wir Inklusion in diesem Kontext, wird ganz klar, Inklusion ist eine große gesellschaftliche Herausforderung und Inklusion hat ganz viele Dimensionen. Bezogen auf den Bereich Schule ist mir ja immer wichtig zu sagen, wir reden nicht in Anführungsstrichen nur davon, ob und wie wir es schaffen, etwa 130.000 Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in die Gemeinschaft von 2,6 Millionen Kindern in irgendeiner Weise hineinzunehmen, dabei zu haben von Anfang an. Das ist ja eine minimale Relation und alle machen sich so einen Stress darum. Ja? Sondern Inklusion ist natürlich zu Recht, ich will das gar nicht klein, ich will nur mal nochmal die Dimension machen, dass man doch sagen muss, mein Gott, das müssen wir doch irgendwie hinkriegen. Ja? Inklusion ist aber natürlich auch die Frage, was ist mit unseren Zuwanderergenerationen? Das ist eine hochinklusive Frage. Wir müssen weiter von der Integration hin zur Inklusion. Und da kommen wir wunderbar voran, das will ich bei der Gelegenheit auch mutmachend sagen. Diese Glücksstudie, die jetzt durch die Gegend geisterte letzte Woche, Westfalen sind glücklicher als Rheinländer, das hat gestern in Aachen, da habe ich das auch schon gesagt, haben die gesagt, das kann überhaupt nicht sein. Es sind nur minimale Unterschiede im ganzen Land. Also das Bindestrichland war gestern, Glückszufriedenheit in Nordrhein-Westfalen ist heute. Aber es gab einen ganz interessanten Befund. Die zweite Generation unserer Einwanderer ist optimistischer, was die Zukunft ihrer Kinder angeht, als die Deutschen. Das zeigt, da ist was passiert. Und da ist auch ein Wille da. Und das macht mich sehr zuversichtlich, was Bildungsaufbruch von Kindern und Jugendlichen angeht. Es gibt jetzt Stiftungen, die sagen, wir wollen da mittun, wir wollen Mentoren, erfolgreiche Personen zeigen, damit Kinder mit einer Zuwanderungsgeschichte sagen, wenn der das konnte, Model zu werden, da waren gestern auch Models bei so einer Werbeveranstaltung für diese Stiftung, oder Radioreporterin, oder in der Partei irgendwo aktiv, dann können wir das auch. Also Ansporn, Vorbild, Entwicklung. Und natürlich die dritte Dimension, die Frage der sozialen Inklusion. Die ist natürlich die breiteste Frage, auf die komme ich natürlich auch nochmal zurück. Also große gesellschaftliche Herausforderung, aber auch nicht jetzt, wir fangen jetzt mit Inklusion an. Inklusion stellt unsere gegenwärtigen Denkmuster auf den Prüfstand. Sie fordert Anerkennung, Respekt und Solidarität statt nur Leistung in einem klassischen, eng gefassten Sinne. Leistung, Wettbewerb und Nützlichkeit. Und Inklusion verändert nicht nur unsere Umwelt, sondern sie verändert uns. Und darum müssen wir als Staat, als Gesellschaft, aber auch jede und jeder Einzelne immer wieder neu um diesen inklusiven Gedanken, um diese inklusive Haltung ringen. Und auch das zeigt uns unsere Geschichte. Wir dürfen uns nicht ausruhen, wir müssen hinschauen, wir dürfen nicht nur hinschauen, wir müssen handeln. Inklusion ist Beteiligung, so lautet zu Recht ein Leitmotiv der heutigen Tagung, und zwar stetige und ständige Beteiligung. Und nicht nur von wenigen, sondern von allen, und das ganz konkret. Wir müssen immer wieder miteinander ins Gespräch kommen. Wir müssen immer wieder darauf Acht geben, dass sich auch alle an diesem Gespräch beteiligen können und Mauern niemanden einschränken, behindern oder begrenzen. Das ist eine große Chance. Eine Chance für eine demokratische Gesellschaft, in der jeder Mensch als Mensch von Anfang an selbstverständlich zugehörig ist. Unabhängig von Herkunft oder Handicap, Geschlecht oder sozialem Status. Und dass diese Fragen nicht neu sind, das hat ja das wunderbare Zitat von Heinrich Böll nochmal angesprochen, was die Frage Asylantenkinder, so wurde das damals beschrieben. Aber wenn wir die politischen Diskussionen im Moment verfolgen, dann wissen wir ja, dass damit nicht ganz große Fortschritte gemacht sind, sondern manche Rückschritte inzwischen stattgefunden haben, unter anderem 1993 bei der de facto Abschaffung des Asylrechts in einer großen Koalition. Diese Chance, die wir haben mit der inklusiven Gesellschaft, ist aber gleichzeitig auch ein Risiko.
Denn Inklusion entsteht nicht auf Knopfdruck, sondern ist ein Prozess. Sie fordert uns heraus und fordert uns immer wieder neu heraus. Viele Gefühle, auch Ängste, begleiten einen solchen Prozess. Die Sorge, nicht genau zu wissen, was kommt. Die Bequemlichkeit, Bestehendes, auch bestehende Mauern zu akzeptieren, glücklicherweise aber auch Neugier auf Neues. Und ich bin sehr froh, dass wir unsere Mauern schon ein Stückchen weit hinter uns gelassen und neue Wege abseits eingefahrener Denkweisen beschritten haben. Dass wir uns nach der Unterzeichnung der Behindertenrechtskonvention im Jahr 2009 im Dezember 2010 im Nordrhein-Westfälischen Landtag einig waren, gemeinsam auf den Weg machten, um die Umsetzung dieser Konvention auch für die Schulen vom Grundsatz her beschlossen haben. Unsere Gesellschaft ist in Bewegung gekommen und dazu hat auch Ihr Verbundprojekt Hochinklusiv in entscheidender Weise beigetragen. Sie haben sich in den vergangenen 2 Jahren länderübergreifend beteiligt, haben sich engagiert, haben neue und andere Wege gedacht, gelebt, erfahren, haben bestehende Diskussionen aufgenommen und neue Impulse gesetzt, haben versucht, Einzelnes zu einem großen Gesamtbild zusammenzufügen und gleichzeitig die lokalen Besonderheiten nicht aus dem Blick genommen. Sie engagieren sich, kümmern sich um die Zukunft und zwar nicht sporadisch und unverbindlich, sondern organisiert, systematisch und mit klaren Zielen. Sie haben Ideen und Gestaltungswillen, sie schaffen Solidargemeinschaften und geben Unterstützung. Ihre Arbeit, Ihr Engagement ist eine große Bereicherung für unseren Weg hin zu einer inklusiven Gesellschaft. Denn Zukunft kann es für eine Gemeinschaft, die Inklusion leben will, nur geben, wenn es Menschen gibt, die bereit sind, Verantwortung für das Gemeinwesen zu übernehmen. Finanziell, ideell oder beides. Und das tut die Heinrich-Böll-Stiftung. Ich finde das auch interessant mit dieser Kooperation. Und ich finde das interessant, von vornherein nicht zu sagen, wir machen das einmal und dann ist es gut, sondern das anzulegen auf einen 2-jährigen Prozess. Das war bestimmt nicht unumstritten, das kann ich mir vorstellen, weil in der Öffentlichkeit ja immer ganz schnell Erfolge gesehen werden wollen. Also danke auch für dieses Konzept und diesen Weg. Meine Damen und Herren, wir selbst müssen die Veränderung sein, die wir in der Welt sehen wollen, lautet ein berühmter Satz von Mahatma Gandhi. Ja, so ist es. Wir müssen die Veränderung sein und Inklusion gestalten, heißt nicht von Institutionen auszudenken, sondern von den Bedürfnissen der Menschen, der Kinder, der Jugendlichen, der Bürgerinnen und Bürger auszudenken. Für eine inklusive Gesellschaft brauchen wir nämlich beides. Wir brauchen einen Staat, der für einen klaren Handlungsrahmen zur schrittweisen Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention sorgt, sodass eine inklusive Gesellschaft auch wachsen kann. Da sind Länder und Kommunen, da ist aber auch der Bund gefordert. Alle müssen ihre Verantwortung wahrnehmen und dürfen sich nicht entziehen. Wir brauchen aber auch engagierte Bürgerinnen und Bürger, die sich auf einer breiten Basis und mit gleichberechtigter Beteiligung aller Gruppen für eine inklusive Gesellschaft einsetzen. Hier ist jede und jeder gefordert. Das ist auch ein Thema der Zivilgesellschaft und das ist ja auch so, dass wir nicht nur Stiftungen im Boot haben, beteiligt haben, sondern die Kirchen, ganz viele Verbände aus dem Sozialbereich sind mit unterwegs und das ist auch sehr, sehr gut. Denken wir an unsere Zukunft, ist eines aber besonders wichtig. Wir müssen diejenigen ins Zentrum rücken, die diese Zukunft gestalten werden und das sind unsere Kinder und Jugendlichen. Sie sind es, die die zukünftige inklusive Gesellschaft leben und erleben. Sie sind es, die das, was wir heute beginnen, weiterführen. Der Schlüssel für eine nachhaltig inklusive Gesellschaft liegt daher in der Bildung, fachlich und menschlich, bezogen auf Wissen, Kompetenzen, Persönlichkeits- und Menschenbildung. Unsere Kinder von heute gestalten die Welt von morgen. Die Haltung und das Miteinander, den Respekt, die Achtung und Wertschätzung sich und anderen gegenüber, die unsere Kinder heute erfahren und erleben, tragen sie natürlich in ihrer Haltung und in ihrem Verhalten morgen weiter. Sie kennen alle das Sprichwort, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Dass das in dieser Pauschalität Gott sei Dank so nicht stimmt, hat uns die moderne Hirnforschung in den letzten Jahren eindrucksvoll gezeigt. Natürlich kann Hans noch lernen und Christa, Aische und Mesut auch. Aber wir lernen als Kinder leichter, schneller und nachhaltiger und vor allem das, was wir jetzt erfahren, ist das, was wir kennen, was uns vertraut ist, was wir leben, was wir verinnerlichen und woraus wir
schöpfen können. Viele Studien belegen, dass man sich vor Dingen und Einstellungen fürchtet, die Mann oder Frau nicht kennt. Umso wichtiger ist ein vielfältig gestalteter Lebensraum Schule, sind reichhaltige innerschulische und außerschulische Angebote und inklusive Lerngruppen. Denn das, was unsere Kinder jetzt in der Gegenwart mit allen Sinnen lernen, erfahren und einüben, begreifen im vollen Wortsinn, können sie in der Zukunft umsetzen, aus erlernter, verinnerlichter Erfahrung schöpfen. Was das nun ganz konkret bedeutet und welchen Herausforderungen wir dabei begegnen, möchte ich anhand von drei Grundsätzen etwas näher erläutern. Mein erster Grundsatz lautet: Gesellschaft verändert sich nur durch Bildung. Denn nur durch Bildung geben wir jungen Menschen die Gelegenheit, ihre Potenziale bestmöglich zu entfalten, sich frei und selbstbestimmt zu entwickeln und verantwortungsvolle Mitglieder unserer demokratischen Gesellschaft zu werden. Der zweite Grundsatz: Der bewusste Schritt von der Homogenität zur Vielfalt ist der Schritt von der Ausgrenzung zur Chancengerechtigkeit. Nur mit diesem Leitbild verändern wir mit Schule auch Gesellschaft. Und der dritte Grundsatz: Inklusion ist eine Form des gesellschaftlichen Umgangs mit Vielfalt und Verschiedenheit. Sie impliziert eine Gleichwertigkeit jedes Einzelnen und anerkennt jede individuelle Persönlichkeit und jedes individuelle Entwicklungspotenzial als wertvoll. Ich komme zum ersten Punkt. So heterogen der Bildungsbegriff im Einzelnen auch verstanden wird, ich glaube, wir sind uns alle einig, Bildung ist die Grundlage dafür, den Lebensalltag kompetent zu bewältigen und so die eigene Zukunft selbstbestimmt zu gestalten. Sie ist Voraussetzung für soziale Integration und gesellschaftliche Teilhabe und legt den Grundstock für Eigenverantwortung und Solidarität in einer demokratischen Gesellschaft. Die Frage ist nun, und hier scheiden sich bekanntlich die Geister: Wie muss Schule sein, damit unsere Kinder und Jugendlichen als Erwachsene ihr Leben selbstständig führen und zum Wohle der Gemeinschaft beitragen können? Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir unseren Blick weiten, dass auch hier Mauern fallen, dass wir die individuellen Fähigkeiten und Talente jedes Kindes und jedes Jugendlichen in den Blick nehmen, dass jedes Kind entsprechend seiner Fähigkeiten die passende Förderung erhält und wir verstehen, dass weder eine Momentaufnahme in Klasse 4 noch der Besuch einer Förderschule über den weiteren gesamten Schulerfolg und damit den Lebenserfolg eines Kindes entscheiden dürfen. Nicht das Kind muss sich der Schule anpassen, sondern das System muss förderliche Funktion für jedes Kind, seine und ihre unterschiedlichen Talente, Begabungen und Potenziale bereitstellen. Mit Jutta Almedinger gesprochen: Die Schulen sind für die Schüler da, und ich ergänze, und zwar für die, die wir haben und nicht für die, die wir gern hätten. Die Bildungspolitik ist in der Pflicht, hier einen Rahmen zu schaffen, der Aufforderungscharakter hat. Und genau das ist der Kern unseres Schulkonsenses. Da steht das nämlich drin: Das Kind steht im Mittelpunkt und nicht die Institution. Ein wunderbarer Satz, wo wir glücklich und zufrieden sind, Sigrid Behr und ich besonders, dass das die CDU unterschrieben hat und dass dieses Dokument ja auch nicht mehr aus der Welt zu schaffen ist. Und eben auch der Blick des gerade verabschiedeten 9. Schulrechtsänderungsgesetzes, eines ersten Gesetzes zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention für Nordrhein-Westfalen. Der Wert von Bildung bemisst sich weder ausschließlich am Maßstab der Realisierung von fernen Idealen noch an rein ökonomischen Fragen der Effektivität und Exklusivität eines Bildungssystems. Der Wert von Bildung zeigt sich vielmehr an der Möglichkeit des Einzelnen zur Teilhabe. Und wenn es der Schule zukünftig immer besser gelingt, Angebote zu formulieren, die den Einzelnen herausfordern, seine Möglichkeiten zu erkunden und seine Potenziale auszuschöpfen, dann sind wir meiner Meinung nach einer inklusiven Schule und damit einer zukünftigen inklusiven Gesellschaft ein großes Stück näher gekommen. Der Schulkonsens in Nordrhein-Westfalen ist ein erster Schritt auf diesem Weg. Eine nationale Bildungsstrategie wäre darauf aufbauend erstrebenswert. Sie erscheint mir auch möglich, wenn alle Ebenen miteinander reden und wir gemeinsam eine Strategie entwickeln, wie wir unser Bildungssystem für die Zukunft fit machen können. Politische Auseinandersetzungen sind wichtig, sie sind das wesentliche Merkmal einer Demokratie, sie dürfen aber nicht zulasten unserer Kinder und Jugendlichen ausgetragen werden.
Meine Damen und Herren, ein Bildungskonsens im Großen beginnt im Kleinen, und das heißt, dass der Neubeginn nicht auf den Trümmern des Alten erfolgt, sondern auf den Fundamenten. Das bedeutet, wir brauchen Begleitung und Vernetzung der Kolleginnen und Kollegen vor Ort, von Eltern, Schulträgern, Schulaufsicht und auch da die Zivilgesellschaft. Wir brauchen ein Miteinander und kein Gegeneinander. Wir brauchen ein gesellschaftliches Klima, das der Behindertenrechtskonvention gerecht wird. Sehr prägnant formuliert dies Hubert Hüppe, der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen. Ich zitiere: Wer Inklusion will, sucht Wege. Wer sie nicht will, sucht Begründungen. Wenn wir alle konstruktiv daran mitwirken, Wege zu suchen, können wir, denke ich, zuversichtlich für die weitere Entwicklung der Inklusion sowohl in den Schulen als auch davon ausgehend in unserer Gesellschaft sein. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich komme zum zweiten Punkt. Der bewusste Schritt von der Homogenität zur Vielfalt ist der Schritt von der Ausgrenzung zur Chancengerechtigkeit. Einerlei, wo wir auf Menschen oder Menschengruppen treffen, immer sehen wir, jeder Mensch ist einzigartig und jede Gruppe, auch schon zwei, ist heterogen. Wichtig ist, dass wir diese Vielfalt der Individualitäten wertschätzen und niemanden durch Mauern ausschließen. Chancengerechtigkeit will also eine Gleichwertigkeit aller Menschen ohne das Ziel einer Gleichartigkeit. Ergebnis Gleichheit von schulischen Entwicklungsprozessen kann gar nicht das Ziel sein. Das hat auch nie irgendwer so formuliert, auch nicht in den 60er Jahren in der Diskussion, sondern der gleiche Zugang, die gleichen Chancen, das ist das Entscheidende. Und damit natürlich Ungleiches ungleich unterstützen, damit die Chance auf die Entfaltung der jeweils eigenen Potenziale gegeben ist. Und das kann nie, natürlich gibt es Anforderungen, die formuliert sind, aber das kann nie Ergebnis Gleichheit sein. Und deswegen geht es, das will ich ganz deutlich sagen, es geht bei Inklusion nicht, bei Schulentwicklung nicht um Gleichmacherei. Es geht um Anerkennung und Wertschätzung jedes Individuums in seiner Einzigartigkeit. Es geht also um eine Gleichbehandlung aller verschiedenen Menschen in Anerkennung ihrer Unterschiedlichkeit. Es geht darum, endlich mit unserer Kategorisierung von Menschen in bestimmte Typen oder Systeme aufzuhören. Leider läuft nach Hunderten von Jahren die Pädagogik der Vielfalt in Deutschland vielfach immer noch ins Leere. In heterogenen Gruppen erfolgreich miteinander umgehen und miteinander handeln können, so lautet ein Zitat, nämlich einer von drei Schlüsselkompetenzen, die der OECD wichtig sind. Wie soll das in einem sortierenden System geschehen, das von einer vermeintlichen und willkürlich gesetzten Homogenität ausgeht? Wie sollen dort Schülerinnen und Schüler lernen, Menschen aus anderen sozialen und kulturellen Gruppen anerkennend und respektvoll zu begegnen? Meine Damen und Herren, Schulen haben die Aufgabe, Kinder zu unterrichten, sie zu bilden und ihnen gesellschaftliche Werte zu vermitteln. Wie sollen sie diese Aufgabe erfüllen, wenn die Kinder kategorisiert, getrennt werden und ihnen dadurch Lebenswelten verschlossen werden? Im Übrigen auch eigene Leistungspotenziale, wenn man gesagt bekommt, hier in dieser Kategorie sollst du bis da und dahin kommen, das behindert ja auch Kinder im Weiterlernen. Also ich finde, man muss durchaus die gesamte Dimension in den Blick nehmen. Den Umgang mit Vielfalt nicht erlernen zu können und das Menschenrecht auf inklusives Lernen zu verweigern, sind zentrale Probleme unseres Schulsystems. Unser Schulsystem lässt dadurch zu viele zurück und lässt auch Exzellenz zurück. Bei längerem gemeinsamen Lernen, bei inklusivem Lernen werden wir niemanden verlieren, aber viele und viel gewinnen und unsere Potenziale heben. Ich verweise nur auf den gerade in der Zeit erschienenen Artikel Perlentaucher auf der Suche über eine Schule, an der Förderschüler und Hochbegabte gemeinsam lernen. Allerdings, es wäre vermessen zu glauben, die Bildung von heterogenen Lerngruppen käme pädagogischen Schneekugeln gleich, in denen sich Prozesse durch einfaches Umstülpen wie von selbst in Gang setzten. Auch das zeigt der Zeitartikel deutlich. Gemeinsames und individuelles Lernen in heterogenen Gruppen setzt wirksame und ausgefeilte Konzepte der inneren Differenzierung voraus, die das Individuelle mit dem Gemeinsamen verbinden und Lernprozesse aufeinander zuführen, wo dies möglich ist.
Die Kunst für die Lehrenden dabei ist es, die Schere im Kopf zu überwinden. Es gibt nicht den Mittelkopf, wie Ernst Christian Trapp es im ausgehenden 18. Jahrhundert postulierte, an dem Lehre und Lernen ausgerichtet werden könnte. Im Gegenteil, im 20. Jahrhundert müssen wir Schülerinnen und Schülern zieldifferentes, individuelles Lernen ermöglichen. Natürlich ist das eine Herausforderung für unsere Schulen, aber für unser gesellschaftliches Miteinander genauso. Und es ist aber auch wichtig festzustellen, dass wir vielfach Schulen haben, die dies heute schon tun, auf unterschiedlichste Weise. Ich mache es auch noch mal an einer Zahl deutlich. Wir haben 3.000 Grundschulen und wir haben 1.000 Grundschulen in Nordrhein-Westfalen, an denen in der einen oder anderen Weise schon gemeinsames Lernen stattfindet. Die Entwicklung in die beschriebene Richtung setzt voraus, dass Lehrkräfte in der Schule und Bürgerinnen und Bürger im gesellschaftlichen Zusammenleben ein anderes Selbstbild entwickeln müssen. Mehr als bisher erfordert dieses, dass Wertschätzung und damit eine ganzheitliche Sicht auf die Schülerinnen und Schüler und auf die Mitbürgerinnen und Mitbürger zu einem Schlüsselmoment des eigenen Handelns wird. Das Denken muss von der Überzeugung ausgehen, dass die Kinder und Jugendlichen, die Mitbürgerinnen und Mitbürger wertvoll sind, und zwar jede und jeder. Nicht die Skepsis und der Blick auf die Defizite dürfen die Ausgangspunkte sein, sondern das Vertrauen. Der deutsche Sozialphilosoph Axel Honneth, Direktor am Institut für Sozialforschung der Universität Frankfurt und Professor an der Columbia University in New York, hat diese Sichtweise so zusammengefasst. Wir müssen eine Tugend der Gewährung von vorweggenommener Anerkennung und ein Vertrauen in die Begabung und Fähigkeiten jedes Einzelnen entwickeln. Das finde ich einen sehr interessanten Gedanken, dass wir eine Art Vertrauensvorschuss geben müssen, der oder die wird das schon können, weil das natürlich auch wieder die Reaktion des anderen, da bin ich bei Kant wieder, des anderen impliziert und das ist sehr interessant. Nur Anerkennung und Vertrauen führen dazu, dass Mauern und Ausgrenzung in Schule und Gesellschaft keinen Ort mehr haben und Solidarität unser Handeln bestimmt. Nun komme ich zu meinem dritten und letzten Punkt meines Beitrags. Inklusion ist eine Form des gesellschaftlichen Umgangs mit Vielfalt und Verschiedenheit. Ja, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, Deutschland hat die UN-Behindertenkonvention unterzeichnet. Sie ist Auftrag und Verpflichtung für alle staatlichen Ebenen. Aber es geht im Kern der Sache nicht um Aufträge oder Pflichten, es kommt auf die Haltung an. Es geht nicht nur darum, Vereinbarungen zu unterzeichnen, Gebäude umzubauen, zusätzliche Lehrer einzustellen, das tun wir aber, Fortbildung anzubieten. Es gehört alles dazu, will das alles nicht kleinreden. Es geht aber um mehr. Das hat Bundespräsident Gauck im Oktober 2012 in einer Rede sehr eindrucksvoll ausgeführt. Ich zitiere: Denn all diese Kinder, all diese Verschiedenen, all diese Kinder, gemeinsam in einer Schule zu jungen Erwachsenen reifen, ist mehr als ein Bildungsansatz. Es ist ein neues Lebenskonzept, weil wir den Wert eines jeden Menschen anerkennen. Jeder soll seinen Platz im Klassenzimmer und in der Mitte unserer Gesellschaft finden. Zitat Ende. Es geht einer inklusiven Schule in einer inklusiven Gesellschaft also darum, jedem einzelnen Individuum durch die Beseitigung gesellschaftlich bedingter Nachteile ein Höchstmaß an Entfaltungsmöglichkeiten zu eröffnen. Es geht um echte Chancengerechtigkeit, ich sage in dem Fall Gerechtigkeit, weil es um den gerechten Zugang zu gleichen Chancen geht. Das ist ja immer die Diskussion, welcher Begriff wie gefüllt ist. Für alle unsere Kinder und Jugendlichen, die Menschen, die in unserem Land leben. Egal welcher Herkunft, egal aus welchem Elternhaus, egal ob Junge oder Mädchen, egal ob mit oder ohne Handicap. Wenn wir das ernst nehmen, kann der Grundgedanke der Inklusion gelingen. Dann müssen wir allerdings Folgendes beachten. Erstens, Inklusion muss entlang der Bildungsbiografie des Einzelnen entwickelt werden. Individuelle Förderung, die auch zieldifferentes Lernen umfasst, ist eine Basis dafür. Zweitens, Inklusion muss sich in Dynamik und Ausgestaltung an lokalen Gegebenheiten, den Wünschen der Eltern und Schülerinnen und Schülern und der Entscheidungsträger vor Ort ausrichten. Und es gilt, wo eine inklusive Beschulung an Regelschulen gewünscht ist, soll sie ermöglicht werden
Und der Wandel, der Schritt jetzt ist, wir gehen davon aus, der Landtag insgesamt im Übrigen, dass das Lernen an der Regelschule der erste Förderort für das Kind ist. Drittens, Inklusion ist umfassend und muss in allen gesellschaftlichen Ebenen gelebt werden. In allen Schulformen des längeren gemeinsamen Lernens, ebenso wie in Gymnasien, Realschulen, Berufskollegs. In kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen, ebenso wie in allen Institutionen. Ansonsten droht eine erneute Separierung unter anderen Vorzeichen. Basis für alle drei genannten Punkte ist eine gelebte Kultur des Behaltens und der Wertschätzung. Und genau das sind meines Erachtens die wirklichen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Die Veränderung der Haltung und das Bewusstsein, Inklusion geht uns alle an. Meine Damen und Herren, ich fasse kurz zusammen. Ich bin der Auffassung, dass eine funktionierende demokratische Gesellschaft davon lebt, dass sie sich auf die gleichen Rechte für alle ihre Mitglieder und die Vielfalt ihrer Lebensentwürfe stützt. Genau dies ist auch ein Auftrag aus unserer Vergangenheit. Das bedeutet in der Konsequenz, dass jedem einzelnen Individuum unter Beseitigung der gesellschaftlichen Nachteile ein Höchstmaß an Entfaltungsmöglichkeiten eröffnet werden muss. Politisch gesehen handelt es sich hierbei um einen notwendigen Prozess in der Gesellschaft, der auch in der Schule seinen Raum findet und finden muss, aber für alle Lebensbereiche Geltung beansprucht. Entscheidend ist dabei, Individuen sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. Deshalb geht es auch nicht um die Individualisierung von Leistungsansprüchen, sondern um die Individualisierung von Förderarrangements, um die individuellen Entwicklungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Lassen Sie mich an dieser Stelle schließen. Ich bin überzeugt davon, dass ein Mentalitätswechsel der entscheidende Schlüssel für die vor uns liegenden Aufgaben ist. Wir alle haben es gemeinsam in der Hand, wie inklusiv und zukunftsfest demokratisch wir unsere Gesellschaft gestalten. Und ich wünsche uns allen, dass uns das gelingt. Und ich bin davon überzeugt, dass es sich lohnt. Vielen Dank. Ja, liebe Silvia Lörmann, lieber André Moser, liebe Barbara Kanne, sehr geehrte Damen und Herren, ich will mich erstmal sehr herzlich für die Einladung bedanken und stehe in einer gewissen Demut vor Ihnen. Das Namensschild muss noch gewechselt werden. Mein Name ist Peter Siller, hier steht sie. Warum in Demut? Weil, auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ob André Moser, mein geschätzter Kollege, recht hat, wenn er sagt, dass es in diesem Land sozialen Fortschritt gibt und die Dinge sich zum Besseren gestalten, so glaube ich doch im Moment, dass man das für Nordrhein-Westfalen sagen kann. Und ich habe wirklich allergrößten Respekt davor, was das bedeutet, etwa in der Schulfrage überhaupt mal an den Punkt zu kommen, an dem ihr jetzt hier seid, sie jetzt sind. Und es hat was damit zu tun, dass sich auf Regierungsebene Menschen mit unter anderem Silvia Lörmann sehr, sehr viel Energie da reingeben. Und es hat aber auch was damit zu tun, dass es viele Initiativen und Akteure gibt, von denen ich vermute, dass viele hier versammelt sind, die das mittragen. Und zwar nicht nur jetzt durch einen Gesetzesbeschluss, auf den weitere folgen sollten, sondern in der ganz konkreten Arbeit vor Ort. Das ist natürlich das Entscheidende. Ich habe mir jetzt vorgenommen, und das wird Sie nicht überraschen, natürlich erstmal in der großen Übereinstimmung mit Silvia Ihnen ein paar Punkte vorzutragen, die vielleicht ganz interessant sein könnten, um bei der Frage, die uns alle beschäftigt, nämlich was heißt eigentlich Inklusion, etwas weiter voranzukommen. Das heißt, Sie hören von mir jetzt keine Punkte, von denen ich vermute, dass wir uns schon einig sind und dass wir sagen würden, ja, das ist ja klar, sondern eher vielleicht ein paar Punkte, die interessant sein könnten für die weitere
Diskussion und über die weitere Arbeit an der Frage, was heißt eigentlich Inklusion? Es ist übrigens so, dass die Heinrich-Böll-Stiftung zwar jetzt 2 Jahre sehr intensiv an diesem Inklusionsthema gearbeitet hat, aber dass wir uns natürlich vorgenommen haben, da dran zu bleiben, auch in Zukunft. Und es ist auch weiter eine der Programmlinien, die uns verbindet, also alle 16 Landesstiftungen und die Bundesstiftung in Berlin. Mir 5 Punkte hier notiert: soziale Exklusion, Bildungsdebatte, Integrationsdebatte, Inklusionsfrage, und damit meine ich jetzt Inklusion im engeren Sinn erstmal, nämlich die Teilhabe von Menschen mit Behinderung, und Diversity, Vielfalt. Und ich glaube, dass man aus allen, dass im Grunde mehrere Linien und mehrere gedankliche Linien, aber auch Aktivitätslinien auf den Inklusionsbegriff führen, wie wir ihn jetzt vorliegen haben, und dass sich eigentlich aus jeder Linie, die zum Inklusionsbegriff führt und zu einer Politik der Inklusion, es geht ja jetzt nicht einfach nur um einen Begriff, sondern es geht ja um eine Idee dahinter, dass man da sehr unterschiedliche Fragen daraus ableiten kann, die man sich nochmal vorhalten sollte und wo man auch politisch eigentlich nochmal genauer und schärfer sich überlegen müsste, was eigentlich daraus folgt. Der erste Punkt, den ich kurz ansprechen will, ist, wir haben eigentlich seit Jahrzehnten eine Debatte um die soziale Exklusion in unserem Land und nicht nur in unserem Land. Und damit war irgendwie gemeint, dass wir die Frage des Auseinanderfallens unserer Gesellschaft nicht mehr nur dran messen können, wie jetzt sozusagen der Individualtransfer und am Ende sozusagen die individuelle Einkommens- und Vermögenslage aussieht, sondern dass wir darüber hinaus diagnostizieren müssen, dass eigentlich unsere öffentlichen Räume und Netze auseinanderfallen. Oder nochmal anders gesagt, dass viele Menschen nicht mehr an den Orten sind, wo die öffentlichen Güter entstehen, die man für ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit braucht. Ich bin André Moser dankbar, dass er Hannah Arendt nochmal zitiert hat, dass Politik am Ende des Tages sich an Freiheit misst, und zwar an der Freiheit aller. Und dass deshalb, so habe ich zumindest die Debatte um soziale Exklusion verstanden, man sagen könnte, wir schauen mal genauer, wer ist eigentlich drin und wer ist draußen. Ja, das ist ja eine andere Optik auf eine Gerechtigkeitsfrage und eine sehr entscheidende. Und wenn ich das so sagen darf, eine politische Schlussfolgerung aus dieser Diagnose, aus dieser Feststellung sozialer Exklusion müsste doch sein, dass wir in einer ganz anderen Art und Weise in unsere öffentlichen Institutionen investieren. Wobei wir uns jetzt länger mal über den Begriff der öffentlichen Institutionen unterhalten müssten, weil zumindest nach meinem Verständnis da nicht nur die staatliche Institution gemeint ist, sondern jede Form von öffentlicher Institution, die eben öffentliche Güter produziert und einen Beitrag zum Gemeinwesen leistet. Ich sage mal jetzt nicht mit Blick auf das Land Nordrhein-Westfalen, sondern aus bundespolitischer Perspektive, dass ich nicht erkennen kann, und ich leide da mitunter auch mal am Grünen, an einem grünen Umfeld, dass man wirklich sagt, wir kümmern uns jetzt prioritär und mit einer sichtbaren Strategie um diese Orte. Ja. Und das hat einen finanziellen Aspekt, weil man sich nämlich dann dafür entscheiden muss, da auch wirklich zu investieren. Aber das wirft natürlich darüber hinaus tiefgreifende Strukturfragen auf, wie wir eigentlich diese öffentlichen Institutionen gestalten wollen, wie inklusiv sind diese Orte, also wer kommt da eigentlich rein,
wie viel Mitsprache ist da eigentlich möglich? Das ist ja ein absolut notwendiger Hinweis, dass sozusagen die Teilhabe an öffentlichen Gütern überhaupt nur Sinn macht, wenn man auch über die Teilhabe an Mitsprache und Beteiligung spricht, also sozusagen inklusiver, sich Gedanken macht über eine inklusive Demokratie. Und dass man dann viertens sich mal Gedanken macht über die Struktur dieser öffentlichen Institutionen. Also wie organisiert man das eigentlich alles? Und da sind wir dann natürlich plötzlich bei genau diesen spannenden Fragen, wie viel Gemeinsamkeit gibt es an diesen Orten und wie viel Individualität? Nur dass die Schüler zusammen lernen, heißt ja nicht, dass es weniger individuelle Förderung gibt, sondern im Gegenteil. Das Gleiche könnte man übrigens auch für ein Jobcenter oder ein Arbeitsamt beschreiben. Also das ist zumindest der Anspruch. Und öffentliche Institution heißt ja nicht, dass sie sich abschottet vom gesellschaftlichen Raum drumherum, sondern heißt ja, dass sie sich mit dem Stadtviertel, mit den Eltern, mit den Schülern übrigens auch mal selber, wenn man im Bild der Schule bleibt, abspricht und es nicht einfach nach preußischem Staatsmodell durchexekutiert. Also, wir brauchen eine Strategie der öffentlichen Institutionen, das ist Punkt 1. Jetzt gibt es einen zweiten Punkt und der ist an der Bildungsdebatte sehr interessant. Warum brauchen wir eigentlich gemeinsame Orte, zum Beispiel des Lernens? Man könnte ja sagen, und das wird ja in der Schuldebatte auch regelmäßig angeführt, gerade weil wir sozusagen die optimale Teilhabe wollen, müssen wir die Gesellschaft segregieren und sozusagen jede Gruppe bleibt unter sich. Und ich denke, auf diese Frage sollte man sich wirklich mal einlassen und sich überlegen, warum wir eigentlich so darauf insistieren, dass es diesen gemeinsamen Ort gibt. Und da gibt es einiges dazu zu sagen, zum Beispiel, dass man sich mal fragen muss, wie eigentlich Empathie und Miteinander entstehen kann, wenn nicht sichtbar wird, wie eigentlich sozusagen andere Menschen leben, wie sie eigentlich aussehen und welche Fähigkeiten sie eigentlich haben. Und da sollte man auch sich nochmal klar machen, dass es wahrscheinlich tatsächlich, und da wäre ich bei dem Gedanken von Heinrich Böll, alle Menschen sind Menschen, weil das wahrscheinlich erstmal die fundamentalste Annahme für unsere Gesellschaft ist, dass wir uns überhaupt als Menschen begegnen. Das klingt jetzt vielleicht trivial, aber das ist eigentlich der Ausgangspunkt, warum wir auf diese gemeinsamen öffentlichen Orte insistieren, ob das jetzt die Schule ist, und da ist es natürlich besonders wichtig eigentlich, weil Silvia Löhrmann zu Recht sagt, das ist die Zukunft unserer Gesellschaft. Aber das gilt natürlich für jedes Stadtviertel und für jede Eckkneipe auch. Ja. Also ich sehe das mit einer gewissen Sorge, in welchem Ausmaß sich unsere Gesellschaft eigentlich segregiert in Milieus und wie bestimmte Schichten dieser Gesellschaft eigentlich gar keine Orte mehr zur Verfügung steht, an denen diese Begegnung überhaupt stattfinden kann. Ich bin großer England-Fan und habe immer diese linke britische Unterklassenkultur geliebt. Das liegt auch daran, dass ich ein großer Punk-Musik-Fan bin. Und das war für mich auch immer so eine Form, wo man nochmal reklamiert hat, wir haben aber auch öffentliche Orte und wir sind sichtbar. Und das ist übrigens in Nordrhein-Westfalen, fällt mir gerade auf, genauso eigentlich
habe ich ähnlich da wahrgenommen. Und ich weiß nicht, ob Sie das bestätigen können, aber es gibt eine gewisse Diagnose, dass uns diese Orte verloren gehen. Ja? Und es gibt andere Länder, wo man das noch viel deutlicher besichtigen kann. Das ist nicht der eine große Raum. So hat man sich das früher mal vorgestellt, dass die Bundesrepublik ist sozusagen der eine große inklusive Raum. Und am Samstagabend sitzen alle vor dem Fernseher und schauen Wetten, dass. Das war so die Idee. Und um die geht es sicher nicht, sondern die Figur, die ich da entwickelt habe, ist, es sind viele eine Orte. Ja? Das scheint mir so eine Pointe zu sein, um die wir uns kümmern sollten. Der dritte Punkt, die Integrationsdebatte, beziehungsweise die Migrationsdebatte über die Jahrzehnte. Es gibt ja in der sogenannten Integrationsdebatte auch eine gewisse Neigung, nicht mehr den Integrationsbegriff so nicht mehr zu verwenden, was mir auch sympathisch ist. Warum? Weil man irgendwie das Gefühl hatte, dass der Begriff der Integration zu nah am Begriff der Assimilation sich bewegte. So nach dem Muster, ihr könnt hier gerne dabei sein, aber dann macht's bitte aber genauso, wie wir es gerne hätten. Und das ist natürlich überhaupt keine Idee von Gemeinsamkeit, die man sinnvollerweise hat. So, wenn man jetzt aber sagt, diese Idee von Gastfreundschaft ist nicht unsere, und wir denken das eigentlich auch in der Strategie der Inklusion, dann bleibt aber immer noch die Frage, was wir sozusagen an Erwartungen auch formulieren, weil wir sagen, ihr seid selbstverständlich dabei. Also ich will es einfach mal so reingeben, die Frage sozusagen von Bedingungen an den gemeinsamen Ort ist damit nicht erledigt. So, auch das gilt nicht nur für Bildungseinrichtungen, sozusagen im Grunde für jeden Ort, den wir als inklusiven Raum anlegen. Was sind eigentlich die Erwartungen an alle, die dabei sind, die Pflichten, wenn man so will, auf der Grundlage, dass es erstmal ein selbstverständliches Recht gibt, dazuzugehören. Das ist sehr interessant und scheint mir gerade in der Migrationsdebatte nach wie vor eine interessante Frage. Die Grünen hatten ja mal die Idee eines Integrationsvertrages, wo schon diese Balance von Rechten und Pflichten angelegt ist. Das war sehr umstritten und ich will da jetzt gar keine Antwort drauf geben. Ich will nur sagen, diese Frage von Rechten und Pflichten im inklusiven Raum bleibt uns erhalten. Vierter Punkt, aus meiner Sicht eigentlich fast der interessanteste. Wenn man jetzt mal sich den Inklusionsbegriff im engeren Sinne anschaut, also die Barrierefreiheit von Menschen mit Behinderungen, und auch wenn die UN-Kommission nicht nur diese Gruppe im Sinn hatte, sondern das breiter angelegt hat, die Konvention, war das natürlich erstmal ein entscheidender Aspekt. Dann ist es ja gelungen, über diesen Inklusionsstrang einen Begriff zu etablieren, der sich inzwischen sehr, sehr breit in die sozialpolitische, überhaupt in die soziale Frage eingesickert ist, nämlich den der Barrierefreiheit. Und das finde ich deshalb sehr interessant, weil über diesen Ansatz der Inklusion man ja im Grunde genommen ein Instrument hat oder eine Idee hat, über Menschen mit Handicaps hinaus eigentlich mal sich eine Gesellschaft anzuschauen, wo stehen Menschen eigentlich vor sozialen Barrieren. Und zwar in gewisser Weise mit Blick auf jede Gruppe und jedes Individuum dieser Gesellschaft,
was eine enorme Erweiterung eigentlich bedeutet, dieser Idee der Barrierefreiheit. Und aus meiner Sicht stellen sich da jetzt zwei Fragen, die im Grunde genommen unbeantwortet sind und an denen wir weiterdenken müssten. Der eine Punkt ist, wenn wir sagen, wir schauen uns die sozialen Probleme über die Idee der sozialen Barrieren an, begründet aus, und es wurde ja schon mehrfach gesagt, eigentlich so einer Idee von Menschenwürde und Rechten qua Mensch sein, oder ich würde sogar eigentlich sagen, das wäre Axel Honneth, glaube ich, auch sehr vertraut, eigentlich schon sozusagen aus Liebe zum Menschen, dann bedeutet es einerseits erstens wahrscheinlich in einer gewissen Lesart das Gegenteil von Diversity und Vielfalt. Das in einer gewissen Lesart. Warum? Weil diese Selbstverständlichkeit, von der wir behaupten, dass alle dabei sind, sich nicht begründet aus der, eben gerade nicht begründet aus der Tatsache des Unterschieds. Das scheint mir wichtig. Wir sagen nicht, du bist dabei, weil du bist wie auch immer. Ja. Das ist der Grund, warum du dabei bist. Sondern der Grund, warum du dabei bist, ist einfach, dass du genauso Subjekt bist wie ich. Das ist der Grund. Und das ist, das wird mir, je länger ich darüber nachdenke, immer klarer, dass das eine ganz andere Begründungsform ist. Also zugespitzt könnte man sagen, das Recht auf gleiche soziale Teilhabe begründet sich eben gerade nicht aus dem Anderssein, aus dem Unterschied, sondern das begründet sich daraus, dass wir der Meinung sind, dieser Unterschied ist nicht relevant fürs Dazugehören. Verstehen Sie, das scheint mir eine interessante Figur, weil daraus nochmal eine andere Optik resultiert, die natürlich dann auch in Vielfalt mündet, das ist klar. Also, aber die sozusagen eine ganz andere Blickweise darauf nochmal entstehen lässt. Und dann eben sagt, es geht gerade darum, die negativen sozialen Konsequenzen aus diesem Anderssein oder aus diesem Unterschied zu überwinden, ja? Und nicht zu sagen, das ist deshalb so toll, weil wir sind hier in schöner Vielfalt vereint. Ja? Das, so, mein Freund Feridun Saimoglu hat mal gesagt, Multikulturalismus ist nicht der Belag auf der Pizza. Und der ist sozusagen, und ich finde, da ist ein interessanter Gedanke drin. Und das heißt jetzt zweitens, dass man sich, glaube ich, begriffsstrategisch eigentlich sehr gut beraten wäre, diesen Inklusionsbegriff jetzt wirklich zu erweitern. Und zu sagen, das ist für uns ein Leitbegriff für unsere Gesellschafts- und Sozialpolitische Arbeit und überhaupt für unsere Vorstellung vom sozialen Zusammenleben. Und da will ich nur noch auf ein kleines kommunikatives Problem hinweisen, aber das haben wir alle. Es oszilliert natürlich die ganze Zeit in diesen Texten und in diesen Reden die Rede von Inklusion in einem engen Sinn, wo es um eine Politik für Menschen mit Behinderungen geht und dem Inklusionsbegriff in einem weiteren Sinn, wo wir eigentlich eine allgemeine gesellschaftliche Haltung formulieren wollen. Und das führt schnell zu Verwirrung. Das ist zumindest mein Eindruck, sodass man sich möglicherweise über die Jahre noch mal ein bisschen klarer werden sollte, wie man diesen Inklusionsbegriff jetzt eigentlich einsetzt, um diese Verwirrung oder diese Begriffskonfusion einzuschränken, ganz überwinden kann man die wahrscheinlich sowieso nicht. Und jetzt komme ich auf meinen letzten Punkt, nämlich die Diversity-Debatte und die Debatte um gesellschaftliche Vielfalt. Ich würde sagen, auch wenn man
sich noch mal klar machen sollte, aus so einer Idee der Inklusion heraus, dass die Idee gleicher sozialer Teilhabe und des Rechts auf gleiche soziale Teilhabe im Sinne von Inklusion nicht heißt, dieses Recht aus der Unterschiedlichkeit zu begründen, sondern eben aus der Gleichheit, dass uns die Diversity-Debatte dennoch helfen kann. Und zwar deshalb, weil die Diversity-Debatte, und so sollten wir sie meiner Meinung nach auch führen, konstruktiv so gewendet werden kann, dass sie Gruppen benennt und typisiert, die sozusagen vor besonderen sozialen Barrieren in unserer Gesellschaft stehen. Und insofern könnte das dann eben doch auch von der Seite ein sehr wichtiger Beitrag sein, oder ist es ein sehr wichtiger Beitrag, die Inklusionsdebatte, der Inklusionsdebatte eine Kontur zu geben. So, ich habe Ihnen jetzt einfach mal sozusagen als Auftakt des Gesprächs, das ja da jetzt erfolgt und auch in den Arbeitsgruppen heute Nachmittag weitergeht, 5 Punkte genannt, die mich umtreiben. Ich danke herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche uns allen nochmal einen guten und erfolgreichen Tag. Vielen Dank. Ja, Inklusion ist Beteiligung, und deswegen haben wir, der Peter und ich, spontan überlegt, dass wir die Beteiligung des Gesprächs um eine Person erhöhen. Bin dann ich. Ich darf deswegen begrüßen zu meiner Rechten Peter Siller, zu meiner Linken Silvia Lörmann, und habe Gott sei Dank auch ein wenig Wasser dabei. Ich persönlich sehe mich aber eher, weil, wie gesagt, Inklusion ja Beteiligung ist heute, eher als Sprachrohr von Ihnen. Meine Kollegin Barbara Kanne hat 2 Mikros dabei. Ich würde jetzt gerne 2 Fragen jeweils an die Silvia und jeweils an den Peter stellen und dann sofort öffnen. Es sind kurze Fragen, deswegen werde ich auch kurze Antworten geben. Es ist ja auch Ihre Tagung. Stellen Sie Ihre Fragen. Und ich möchte aber an dieser Stelle, weil wir so schön zusammensitzen, nochmal Silvia Lörmanns Einwand unterstützen, dass wir heute eher nicht über die 9. Änderung des Schulrechtsänderungsgesetzes sprechen. Dankeschön. Silvia, nach diesen klugen und wichtigen Worten von Peter, gibt es etwas, was du noch ergänzen und erwidern möchtest? Und vor allem würde ich gerne an dieser Stelle fragen, du hast uns sehr schön eben gerade die Schule als den Ort der Inklusion, als einen wichtigen Ort für Inklusion beschrieben, wenn nicht sogar als den Ort. Wo sind denn aus deiner Sicht noch andere wichtige Orte, wo wir Inklusion einfach leben können und leben müssen? Ja, ich habe mich dann darauf beschränkt, weil es da im Moment so starke Diskussionen drum gibt, um den Bereich der Schule, und weil die Schule natürlich in Deutschland so stark kategorisiert ist, in unterschiedlichster Weise. Das ist ja nicht nur die Diskussion um die grundsätzliche Gliedrigkeit, sondern auch wenn wir uns den Bereich der Förderschulen angucken, gibt es da ja auch schon noch wieder Kategorisierungen. Und darüber im Idealfall wegzukommen, ist ja richtig. Und trotzdem hängen ja jeweils daran auch wieder Kompetenzen, die man natürlich auch braucht. Wenn ich mir jetzt mal die Sinnesbeeinträchtigungen anschaue, dann ist das ja gut, dass Menschen da genau wissen, was man da tun muss, damit jemand leichter sehen, leichter hören kann. Und dann haben natürlich diese Menschen, wenn die unserer Vorstellung von Inklusion folgen, auf einmal Angst, wo bleiben wir denn mit unseren Fähigkeiten? Und deswegen muss dieser Prozess so sensibel angelegt sein. Aber natürlich gibt es viele, viele, viele andere Orte. Und in der Kita haben wir ja schon viel weitergehendes Gemeinsames, weil es dort noch nicht so auf die Leistungsergebnisse ankommt. Da wird noch nicht drauf geschaut, was folgt mit dem Abschluss der Kita. Alle wissen, mit dem Abschluss der Grundschule folgen Berechtigungen, die ja damit verbunden sind. Mit einem erreichten mittleren Bildungsabschluss sind Berechtigungen verbunden, die die Gesellschaft vergibt und die sie
zertifiziert. Das müssen wir uns einfach klar machen, damit wir damit leichter zurechtkommen, warum bestimmte Haltungen, Muster uns prägen. Ich finde die Kita als erste Institution, in die Kinder gemeinsam kommen, zunehmend ja auch viel, viel mehr Kinder, weil da die Ideologie vorbei ist, erfreulicherweise. Und ich finde einen Begriff sehr wichtig, den der Peter schon genannt hat, das ist das Quartier. Die Stadtentwicklung, Stadtplanung sind elementare Fragen, Segregation und Typisierung, Kategorisierung von Menschen vorzubeugen. Und die Quartiersentwicklung, die in den Städten, aber auch, was ist ein Dorf, was gehört zu einem Dorf dazu und wer trifft sich wo in einem Dorf, das finde ich auch, was ist Heimat, wo sind Wurzeln, also ich finde, da kann man ganz viel draus machen, mit ganzheitlichem Politikverständnis auch, im Sinne von ganzheitlichem Bildungsverständnis. Und die Institutionen dann zusammenzuführen. Wir haben ja in Deutschland nicht nur belastende, bezogen auf die Menschen bezogene Kategorien. Wir denken ja auch die Institutionen immer so schön extra und einzeln. Und ich glaube, dass wir damit Chancen vertun, weil es dann auch, weil es da dann auch möglicherweise teurer wird, in jeder dieser Einrichtungen bestimmte Dinge zu tun. Warum sollen wir nicht Gemeinderäume nutzen können? Warum sollen nicht Volkshochschulen sich mit anderen noch weiter austauschen? Also ich finde, wir müssen auch Institutionen stärker zusammennetzen. Das tun wir zum Teil. Darum haben wir ja diese Idee der regionalen Bildungsnetzwerke in Nordrhein-Westfalen entwickelt, wo wir auch schon verdammt gut und weit sind und uns bundesweit auch da an der Spitze der Bewegung befinden, wo die zivilgesellschaftliche Einbindung viel besser gelingt und. Also Nutzen von verschiedenen Dingen und auch zusammenführen, finde ich wichtig. Und dann möchte ich an einem Punkt, Peter, du hast da jetzt versucht, einen Widerspruch aufzuzeigen, wie der Inklusionsbegriff angelegt ist und wie das vom Menschen her sich hergeleitet werden sollte. Und da habe ich mich jetzt natürlich gefragt, ob ich dir da folge und ob das stimmt. Und ich glaube, es ist kein Widerspruch, aber es ist beides natürlich wichtig, weil die grundsätzliche Definition, du bist als Mensch würdig, du hast eine Würde, egal wie du bist, und daraus erwächst ein gleicher Anspruch. Das ist das eine. Aber ich glaube, wir brauchen diesen Begriff der Vielfalt und der Verschiedenheit und der Diversity, und wir müssen ihn auch so betonen in Deutschland, weil wir eben so sehr dazu neigen, alles zu normieren. Wir stellen uns immer so normierte Dinge vor, Menschen, und ich glaube, dafür ist dieser andere Begriff so wichtig, dass wir den auch haben und füllen und sagen, das ist nicht so schlimm, wenn die nicht alle gleich sind, sondern es ist sogar gut, dass sie alle gleich sind, weil es ja ein Riesenvorteil ist, wenn auf einmal das Licht ausfällt und ein Kind, was sich zum Beispiel, was eben nicht sehen kann und sich zurechtfinden kann, für eine ganze Gruppe ein Segen ist und ein ungeheures Potenzial für diese Gruppe entfaltet. Und das anzunehmen, dass das gut ist, dass die verschieden sind, weil die verschiedene Dinge mitbringen, die wertvoll sind, darum brauchen wir, glaube ich, müssen wir, glaube ich, Vielfalt so betonen, weil sonst dieser deutsche Wille zum Normieren immer so durchschlägt. Das ist mir da eben bei durch den Kopf gegangen, als du das vorgestellt hast. Ja, ich muss fast gar nicht moderieren. Bitte schön, Peter. Also ich will da überhaupt nicht widersprechen. Natürlich brauchen wir eine Betonung von Vielfalt. Ich glaube aber trotzdem, dass da eine ganz interessante Frage drin liegt, und deswegen habe ich es ja auch gesagt, es gibt in diesem sogenannten Diversity Management, Sie kennen das alle, gibt es ja so eine ganz stark formulierte Idee, wo man im Grunde genommen sagt, ich spitze das jetzt gleich mal ein bisschen zu, wir machen Inklusion, weil
dieses Potenzial in der Vielfalt ist Kapital, ist für uns ein Kapital. Ja? Und deswegen stellen wir dich jetzt ein, ich karikiere das ein bisschen, weil du behindert bist, denn das brauchen wir als Know-how im Unternehmen. Und wir stellen dich jetzt ein, weil du Migrant bist, weil das ist, sorgt für Innovation in unserem Unternehmen und so weiter. Ich glaube, dieser Gedanke ist ja gar nicht falsch. Ich vermute, dass das stimmt. Aber ich glaube, im politischen Raum ist es die falsche Herleitung. Und das ist nämlich auch eine Typisierung, gegen die wir uns wehren sollten. Also ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber wenn ich mit Freunden zu tun habe, die zum Beispiel eine schwarze Hautfarbe haben, oder wenn ich mit Freunden habe, die behindert sind, wobei wir ja mal drüber reden müssten, was das eigentlich heißen soll, behindert zu sein, da fängt so. Dann ist wirklich das Letzte, was mir da einfällt, und jetzt bleiben wir mal in dem Bild mit diesem Diversity Management Einstellungsgespräch, jemanden jetzt irgendwie als Behinderten anzusprechen oder zu sehen oder als schwarz, verstehen Sie, was, also das ist nicht der Grund, warum ich sagen würde, wir brauchen eine Politik der Inklusion, sondern ich würde sogar sagen, in gewisser Weise genau im Gegenteil. Wir kommen zusammen, weil das überhaupt keine Rolle spielt, idealiter, ob du jetzt schwarz bist oder behindert, sondern wir kommen hier als Menschen, als im politischen Raum würde ich sagen, in gewisser Weise als Freunde zusammen, denn Menschen sollten Freunde sein, die Menschen sollten Freunde sein. Das ist ein interessanter politischer, philosophischer Ansatz, der gerade in den USA verfolgt wird, aber ich sage das mal so pathetisch. Das heißt natürlich überhaupt nicht, dass wir eine ganz gezielte Förderpolitik für bestimmte Gruppen brauchen, die vor strukturellen Barrieren stehen. Deswegen sind wir uns da politisch am Ende auch wieder sehr einig. Aber es ist, dabei bleibe ich, eine andere Optik auf diese Strategie der Inklusion. Und wenn ich gerade so schön am Reden bin, würde ich gerne noch einen Punkt dazu tun. Da habe ich auch jetzt wieder so ein bisschen dieses grüne Milieu, also mein Milieu im Kopf. Ich würde mir eigentlich wünschen, ist eine gute Aufgabe auch für André und die Landesstiftung Nordrhein-Westfalen vielleicht, dass wir uns in 3 Jahren hier mal wiedersehen mit 500 Leuten, wo ich das Gefühl hätte, dass sozusagen, Silvia Lörmann hat es in ihrem Vortrag angesprochen, dass diese gigantische Gruppe von sozial Ausgeschlossenen in dieser Gesellschaft, die noch nicht mal über eins dieser typisierten Merkmale verfügen, sondern die einfach nur qua sozial, und jetzt spricht jetzt sozusagen der linke Peter Siller mal, die einfach nur qua dummen Zufall in der sozialen Unterschicht, in Anführungszeichen, so nennen wir das, gelandet sind und keinerlei Chance haben mehr, in dieser Gesellschaft in irgendeiner Art und Weise Fuß zu fassen. Und natürlich ist es so, das müssen wir uns auch immer wieder klar machen, dass es in der Bundesrepublik, in unserem Land gerade wesentlich besser aussieht als in anderen Ländern Europas, und dafür sind wir einerseits sicher dankbar und wissen andererseits, dass wir da selber eine ganz große Verantwortung für diese soziale Lage in Europa haben. Aber diese prekarisierte Unterklasse, die gibt es in jedem Land. Das geht quer zu den Ländern. Und das hat nochmal eine ganz andere globale Tendenz, zumindest in den sogenannten westlichen Ländern, die man da im Auge behalten sollte. Und diese Leute sind unsere Verbündeten. Die gehören hier eigentlich auch her. Vielleicht sind ja auch ein paar da. Und ich sage das deshalb nochmal, weil diese Politik der Inklusion, so wie die Silvia Lörmann
am Anfang in ihrem weiten Sinn proklamiert hat, die hat natürlich weitreichende Konsequenzen für unsere Gesellschaft jenseits von diesen wichtigen Einzelgruppen hinaus. Challenge accepted, Peter. Ich habe mir das aufgeschrieben, 9. November 2015. Du bist den ganzen Tag hier mit uns zusammen. Ich habe da nur noch eine Frage, damit wir auch noch das öffnen können, die ich gerne an euch beide stellen würde. Sie haben ja eben gerade gemerkt, Diskussion ist durchaus auch Reibung. Und Sie haben gemerkt, es ging hier hin und her. Peter Siller hat eben gerade zu Recht das politische Feld angesprochen, wo wir uns alle als Menschen begegnen sollen. Tatsächlich ist es ja so, dass, wenn wir in die Realität hinausschauen, wir doch eigentlich auch gerade in der Inklusionsdebatte darüber reden müssen, wie schaffen wir es, diese neuen Orte auch wirklich mit Leben zu erfüllen. Mit anderen Worten, ich mache es mal plastisch, wann kann ich denn auf dem autofreien Dorfplatz die Moschee endlich sehen? Wie schaffen wir es also, die Privilegien, die es ja eher so bei Menschen gibt, die hier auf dem Podium gerade versammelt sind, in zwei Fällen männlich, in allen drei Fällen weiß, also wie schaffen wir es, dass wir eine gesteuerte Privilegienverschiebung zu denen hin haben, die unterprivilegiert sind, so dass wir wirklich gleichberechtigt handeln und agieren können? Fange ich mal. Also, das ist die Moschee auf dem Dorfplatz, das ist jetzt auch wieder total interessant, weil das auch wieder diese Inklusion denkt, sozusagen aus kulturellen Identitäten. Da muss ich jetzt erstmal sagen, wenn ich den Eindruck habe, dass diese kulturelle Identität wirklich ein Ausdruck von Freiheit und Selbstbestimmung ist, dann würde ich sagen, in der Tat wäre die Moschee mal als erster Gedanke ein Beitrag für einen inklusiveren Raum, insofern als dann Menschen ihr einfach einen Ort der Realisierung ihrer Form von Selbstbestimmung und Freiheit gefunden haben. Ich sage das mal so etwas kompliziert, weil das ja ist ja nicht selbstverständlich. Man könnte ja auch sagen, wir haben da mit der Moschee auch schon wieder so ein Bild im Kopf von der kulturellen Identität, völlig unabhängig von Freiheit und Selbstbestimmung. Und das ist genau das, was ich meine. Also wenn Vielfalt und Diversity meint Identitätspolitik, so nach dem Muster, das ist der Moslem, das ist der Christ, das ist der Jude, das ist der Weiße, das ist der Schwarze, das ist das, was Salmoglu mit dem Belag auf der Pizza meinte, das ist nicht der Punkt. So. Und dann würde ich zweitens aber sagen, wäre natürlich, wenn man jetzt mal, und da ist ja übrigens NRW auch Vorreiter, fällt mir gerade auf, wenn man jetzt mal, und das wäre hier im Saal hoch umstritten vermutlich, auch die religiösen Institutionen in irgendeiner Form als öffentliche Institutionen begreifen will, und ich wäre dazu bereit, dann wäre natürlich der nächste Schritt, dass diese Institutionen sich öffnen, sodass sich wirklich da was begegnet. Weil und jetzt sage ich in Münster mal nicht in der Moschee, sondern in der katholischen Kirche, in der sich niemand begegnet, außer die Katholiken selber, wäre ja wahrscheinlich nicht so interessant unter unserem Inklusionsgedanken. Das heißt, man muss ja die Fragen wörtlich mal ernst nehmen, hieße das in dem Fall, dass eine Politik der Inklusion gewisse Erwartungen an diese religiösen Einrichtungen auch formulieren würde. Da sage ich jetzt einfach, ich ergänze und knüpfe an und sage drei Punkte. Weil manchmal interessante Dinge sich ja brechen. Frau Gensch, die
Mutter und Tante der 5 deutschen türkischstämmigen Mädchen und Frauen, die in Solingen umgekommen sind und verbrannt worden sind oder durch Verletzungen im Umfeld gestorben sind, hat den Satz gesagt, den du jetzt anders gesagt hast, lasst uns Freunde sein, in einer Stunde, als in Solingen sich alle möglichen Gruppen die Köpfe eingeschlagen haben. Die war Mitglied der Bundesversammlung, von der CDU nominiert. Und zu Beginn der Bundesversammlung gibt es einen ökumenischen Gottesdienst. Und da sich die CDU tapfer und ordentlich kümmern wollte um die Frau Gentsch, hat sie gesagt, weil die meisten CDUler in diesen Gottesdienst gegangen sind, was machen wir denn jetzt? Wir müssen doch für sie irgendwas organisieren. Und Frau Gentsch hat dann gesagt, wieso? Ich kann doch in eurer Kirche auch an meinen Gott denken. Für die war das also selbstverständlich, dass sie auch in den ökumenischen Gottesdienst gegangen ist, weil sie ihn universeller, inklusiver angelegt hat als die ordentlichen Menschen in bester Absicht. Ja, das war ja sehr gut gemeint. Das trifft das, dass wir noch weiter uns öffnen müssen. Und manchmal, das kostet ja auch kein Geld und so, sondern einfach gucken, wo ist was möglich. Also unsere Möglichmachstrategie ist vielleicht dann doch wieder wunderbar, die der WDR uns irgendwie auch geklaut hat, unser Motto von der Wahl 2010, weil wir es nicht haben patentieren lassen. Und dann erlebe ich auch erfreut, dass sich Orte, kirchliche Orte, du hast das jetzt so angelegt, öffnen. Ich bin in der Predigt in Rede gewesen, da war das nun gerade mit diesem Bischof von Elz passiert und das war eine so spannende Diskussion und da ist richtig was los gewesen in der Kirche. Und Moscheen öffnen sich auch und laden ein. Und wir haben erfreulicherweise nicht nur um den 9. November herum nicht mehr nur den christlich-jüdischen Dialog, sondern wir haben den christlich-jüdischen islamischen Dialog. Also das, da finde ich, ist Zivilgesellschaft gut unterwegs und wir müssen es aufgreifen und müssen dafür sorgen, dass Räume entstehen, gedanklich und reell, in denen das möglich ist. Und wir müssen uns hüten vor falschen Kategorisierungen und paternalistischem Herangehen dabei. Und da ist, glaube ich, und da, die uns dann schon wieder beschränken, weil manchmal Dinge möglich sind, an die man ja gar nicht denkt und die man dann deswegen auch nicht in Gesetze schreiben muss. Und dann fand ich einen ganz aktuellen Fall interessant. Gestern hat es ein Urteil gegeben, eines Verwaltungsgerichts, dass eine Frau, die ein Kopftuch trägt, sich beworben hat bei der Stadtverwaltung und sie einen Konflikt hatte um das Tragen des Kopftuches in der öffentlichen Verwaltung, es ging jetzt nicht um Schule, und sie hatte im Bewerbungsunterlagen kein Kopftuch auf, im Bewerbungsgespräch aber schon. Und die Verwaltung hat daraus versucht zu konstruieren, die hat uns getäuscht und das Gericht hat ihr aber erstmal Recht gegeben, um aus diesem Dilemma rauszukommen, wie gehe ich damit um aufgrund des Kopftuchs und wie wird dieses Kopftuch verstanden als politische Kampfansage oder als religiöses Zeichen und. Da haben wir, glaube ich, noch eine schöne Baustelle, wo wir dafür sorgen müssen, wie kommen wir da denn als aufgeklärte Gesellschaft einen Schritt weiter. Also das zeigt ja, wie vielschichtig das ist, da vorzugehen. Und dann haben wir anonyme Bewerbungsverfahren in Nordrhein-Westfalen jetzt angelegt. Da würde so ein Problem erstmal nicht auftauchen. Aber in der Praxis holt es uns dann ja wieder ein. Und dann sage ich noch ein Beispiel, wo ich mich frage, kommen wir an welche Grenzen kommen wir? Nazis raus, schimpfen wir dann alle in bestimmten Situationen. Ja, wohin sollen die denn gehen in der inklusiven Gesellschaft? Was machen wir da denn, wenn wir kulturell weiterkommen wollen? Natürlich brauchen wir Aussteigerprogramme und. Aber das zeigt ja auch nochmal, wo wir mit unserer Sprache auf einmal denken, was sagen wir denn da? Wo ist denn der Ort dann?
Und was schaffen wir, damit wir natürlich zu einer zivilen Gesellschaft kommen? Oder was mache ich mit Borussen und Schalkern, die sich nur über das Merkmal ihres Fußballclubs in der Unterschichtengruppe definieren? Das wird es in England ja auch geben. Und wir müssen Polizei einsetzen, damit eben die sich möglichst wenig Gewalt antun, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist jetzt nochmal ein Kapitel mehr. Also das finde ich total interessant, diese Beispiele, weil man sich daran nochmal klar machen kann, wo dieser Vielfaltbegriff eine sinnvolle Funktion hat und wo er vollkommen absurd ist. Das ist genau das, was ich meinte. André, wenn ich das übrigens noch kurz sagen darf, weil das jetzt nicht in der Mappe ist, wäre das, was ich da in einer Viertelstunde gesagt habe, nochmal ganz lang nachlesen will, kann es tun. Es gibt so eine Zeitschrift, Polar heißt die, Polarforschung, danke Silvia. Und das steht, glaube ich, auch sogar im Netz, ist es da nachzulesen. Und ich sage das deshalb, also www.polar-zeitschrift.de ist, glaube ich, die Webseite. Und ich sage das deshalb, weil genau zu dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, Silvia, da auch nochmal. Also, ich glaube, es steht, das ist ganz interessant in dieser ganzen Inklusionsdebatte, dass Inklusion natürlich überhaupt nicht heißt, dass eine Gesellschaft auch hochexklusive Räume braucht und haben muss. Warum? Weil es natürlich Räume geben muss, in denen Menschen gemeinsam ihre höchstpersönlichen Wünsche, Vorlieben, vielleicht sogar auch Fetische leben können. Also man kann keinem Tennissportverein dazu zwingen, dass jetzt Federballleute mitmachen sollen, und man kann auch keinen schwulen Club dazu zwingen, dass das jetzt plötzlich ein Hetero-Club wird. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Also ich könnte unendlich, man kann auch keinen Borussia Dortmund-Fanclub dazu zwingen, Schalke-Fans aufzunehmen. Das ist ja vollkommen abwegig. Ja? Im Gegenteil, sind wir froh, dass es diese Räume gibt, wo Menschen ihre Passion leben. Aber zweitens kommt es dann eben darauf an, zu überlegen, wo ist eigentlich der Ort dieser Begegnung, in denen sich eigentlich sozusagen diese Vielfalt dann sieht und wo sie auch eben Empathie entwickeln kann, die nur aus dieser Gemeinsamkeit entstehen kann. Und das heißt natürlich, jetzt mit Blick auf den Nazi, auch wenn mir jetzt nicht ganz klar ist, tatsächlich nicht ganz klar ist, was man mit ihm macht, solange er nicht kriminell wird, beziehungsweise wir wissen es, man setzt sich einfach offensiv mit ihm auseinander, ist es natürlich eine ganz andere Kategorie, weil Nazi sein ist ja keine kulturelle Leidenschaft, sondern Nazi sein negiert ja gerade, also es ist ja sehr, eigentlich trivial, aber nur nochmal, ich rede sozusagen gerade nochmal mit mir selber, um mir das klarzumachen, negiert ja gerade diese Grundannahme, dass wir uns als Menschen im anderen Menschen freundschaftlich erkennen und daraus Rückschlüsse für soziale Gleichheit und unsere Idee von Inklusion ziehen, und deswegen bleibt es dabei, Nazis raus, das ist ja klar. Vielen Dank dafür. Jetzt liegt es an Ihnen, meine Kollegin Barbara Kanne geht rum. Wir sind ja ein bisschen später gestartet, müssen es deswegen leider, muss ich jetzt schon die Zeitraff-Ankündigung machen. Könnte ich mal bitte kurz per Handzeichen sehen, wer alles noch eine Frage stellen möchte, weil wir machen exakt eine Fragerunde. Eins, zwei... Barbara, Lisa, würden Sie sich bitte einfach kurz noch vorstellen? Ja. Ja, natürlich, genau. Okay.
Okay, die Mikros sind nicht an. Das Jetzt hört man mich. Oh ja, danke schön. Ja, das ist eine nette Ehre, dass ich mit meiner Frage anfangen darf. Es war schon mal ein sehr interessantes Gespräch zwischen Ihnen. Es ging aber ziemlich so ein bisschen jetzt für mich in philosophisch-ethische Fragen, die sicher super spannend sind. Und ich finde auch, man sollte als erstes die Ressourcen sehen, die ein Mensch einbringen kann. Und dann mal gucken, inwiefern wir individuell fördern müssen in allen Bereichen unseres Lebens. Ich fühlte mich ein bisschen erinnert an die Diskussion um die Frauenquote, nicht? Da sagt man ja auch, wieso brauchen wir Frauen eine Frauenquote? Wir wollen an unseren Fähigkeiten gemessen werden. Aber solange diese Menschen nicht gleichberechtigt sind innerhalb unserer Gesellschaft, brauchen wir leider die spezielle Berücksichtigung und Förderung der Diversität. Also kommen wir leider nicht drum herum. Ansonsten würde ich Herrn Siller recht geben, wir sollten erst mal gucken, welche Ressourcen bringen die Menschen in unsere Gesellschaft ein. Ich würde Sie aber ganz gerne ein bisschen mehr wieder zurückbringen auf die Praxis. Ich bin Grundschullehrerin, seit vielen Jahren haben wir gemeinsamen Unterricht an unserer Schule, alles völlig kein Problem. Wir kriegen das, glaube ich, sehr gut hin. Ich bin aber auch Kommunalpolitikerin. Eine Frage eher an Frau Ministerin Lührmann, das Problem der Finanzierung, darum kommen Sie jetzt leider nicht drum herum. Wer Inklusion will, ist auch nicht ganz Ihr Problem, sondern eher vom Finanzminister, aber wer Inklusion will, muss auch Inklusion bezahlen. Und wir ganz, ganz, ganz unten haben es ein bisschen auszubaden in beiden Bereichen, der Schule und in der Kommunalpolitik. Die Kommunen klagen ja im Moment sehr, das Land macht Gesetze, die Kommune muss es bezahlen. Bei uns kommen die sogenannten, sie heißen noch Integrationshelfer. Ich habe gerade gedacht, man soll sie umändern in Inklusionshelfer, werden bezahlt vom Jugendamt. Das Jugendamt ist bei uns Kreissache und die Verantwortlichen wehren sich sehr dagegen. Also für uns als Lehrerinnen ist es ein großer, großer Kampf, einen Inklusions- oder Integrationshelfer bezahlt zu bekommen. Das sind schwierige Kämpfe. Für die Kommunen, die Schulgebäude müssen umgebaut werden. Barrierefreiheit brauchen wir in den Schulen. Kostet ganz, ganz viel Geld. Wie wollen Sie das bezahlen? Die Förderschule, ein wunderschönstes Gebäude, wird bald leer stehen. Nicht? Ist das Problem auf der anderen Seite. Zweite Frage, wenn ich darf. Wir in der Grundschule fördern uns, wir sind es gewohnt, individuelle Förderung zu betreiben in allen möglichen Richtungen. Leider wird unsere Arbeit in der weiterführenden Schule oft nicht weitergeführt. Besonders ärgerlich ist, dass das Gymnasium sich da völlig rauszieht. Die Kinder mit Förderbedarf kommen dann in die Hauptschule oder jetzt in die Sekundarschule. Das Gymnasium weigert sich da ziemlich. Wie wird unsere Arbeit weitergeführt? Und ein dritter sehr ärgerlicher Punkt, den Herr Siller auch schon ansprach, ist, dass es immer noch arme Kinder gibt, die in unserer Gesellschaft benachteiligt sind, weil die Mama den Tanzkurs in der Schule nicht bezahlen kann. Und an meiner Schule werden Kinder außer OGS wieder abgemeldet, weil die Eltern das Mittagessen nicht bezahlen können. Und das ärgert mich ganz, ganz furchtbar, solche Sachen. Dankeschön. Vielen Dank. Genau, wir sammeln jetzt erstmal alle Fragen und dann machen wir eine gemeinsame Antwortrunde. Hallo? Ja, im Gegensatz zu meiner, vielleicht nicht im Gegensatz, aber anders als meine Vorrednerin bin ich eigentlich sehr froh, dass wir hier bei dieser Veranstaltung nicht wie alltäglich uns mit der Praxis der Inklusion rumquälen, sondern wirklich auch nochmal wieder diese theoretische Ebene und Weiterentwicklung hier beleuchten. Und das finde ich unheimlich spannend und da bin ich auch sehr dankbar für. Ich wollte gerne den Schwerpunkt nochmal darauf, ich wollte eigentlich keine Frage stellen, sondern nur nochmal so zu dem Dingen, also der Peter Siller hat mir da gerade sehr aus dem Herzen gesprochen mit seinem Vortrag und dazu wollte ich gerne auch noch mal so ein, zwei Dinge sagen, weil ich finde, wenn wir die Zukunftsanforderungen sehen und Silvia hat eben gesagt, global denken, lokal handeln gehört dazu, thematisch sind es eigentlich Klimawandel, Demografie, Inklusion und wenn wir dann also diesen erweiterten Inklusionsbegriff sehen, wie er eben hier diskutiert worden ist, dann wird eigentlich auch klar,
warum also die Inklusion wirklich so ein absoluter Kern unserer Programmatik ist und wie letztlich dann unter diesem Gesichtspunkt eigentlich auch ganz viele Problemlagen, also wie gesagt Klimawandel, Demografie, Inklusion, alles in dieselbe Richtung geht unter diesem Aspekt, dass man es eben also von den Orten her, von der lokalen Praxis her und von dem Zusammenleben der Menschen her sieht. Und dann kommen wir eigentlich auf diese Quartierskonzepte und auf das Zusammenhalten statt Auseinanderdriften, was dann natürlich auch wieder flächenmäßig unter klimatischen und demografischen Aspekten dann läuft. Und wenn man dann wirklich Inklusion so weit denkt, finde ich das unheimlich spannend. Und für diese Anregung bin ich eigentlich sehr dankbar. Dankeschön. Es gibt noch zwei Fragen, habe ich gezählt. Ich möchte fragen, also, ob der Landesverband bei uns sich eine Schule für Mieter da einrichten kann, ob gerne erinnert werden, meine ich jetzt, wenn wirklich nicht. Wir haben das leider nicht ganz verstanden können, verstehen können. Ob der Landesverband der Elbe-Landschaftsverband ist bei uns eine Schule errichtet, kann auch werden. Bei Elbe-Elf-Kinding, nicht? Dann die Schule gar verbindet, nicht? Wir versuchen, wenn wir Sie richtig verstanden haben. Danke schön. Danke. Ja, das war eine ganz direkte Frage für die Leute an der Basis. Der Herr Jansen, der plädiert dafür, dass es mehr Schulen für behinderte Menschen gibt. Und hier geht es ja gerade um das Thema, dass die gemeinsam halt weiter lernen. Ich meine ja hier, ob das nicht bei Menschen schon möglich ist, ob da wirklich nicht den kann. Also, vielen Dank, wir haben es jetzt so verstanden, dass es hier nur eine Schule hier auf dem LWL-Gelände geht. Gibt es noch eine? Es gibt noch zwei Fragen. Ja, mein Name ist Hans-Günther Wilkens. Ich wollte eine auch realistische beziehungsweise Bezug auf den realistischen Aspekt, nämlich die Erfahrungen anderer Länder. Herr Siller hatte vorhin gerade betont, dass wir in Deutschland eine sehr komfortable Situation, das hat mit Sicherheit in der Situation mit den Finanzen zu tun, aber ich glaube, dass viele Länder schon einen Schritt weiter, was Inklusion beziehungsweise die Unterthemen betrifft. Und da würde ich gerne wissen, warum wir so wenig davon hören und da abkupfern. Das wäre eine zentrale Frage. Vielen Dank. Eine letzte Frage hier vorne. Oder ein letzter Statement hier vorne. Ja, ich habe eine Frage, die möchte ich gerne an beide stellen. Es ging jetzt darum, die gesellschaftliche Gemeinsamkeit und wir lassen uns Freunde sein. Ich würde da aber noch den Gedanken mit einbringen wollen und das auch fragen, ob Sie das ähnlich sehen können. Wir treffen uns ja eigentlich im Leben, weil wir gemeinsame Interessen oder gemeinsame Ziele haben. Ich gehe ja nicht als Gertrud irgendwo hin, weil ich behindert bin. Das bin ich zufällig. Ich habe auch jüdische Wurzeln, das kommt auch noch dazu. Und dann bin ich auch noch Frau. Also ist schon sehr ist vielfältig, mein Leben. Aber ich meine, und das heißt ja für mich Inklusion, dass wir die gemeinsamen Interessen auch gemeinsam vertreten können, wo wir dann auch herkommen. Und ich würde Silvia Lörmann fragen, war übrigens eine tolle Rede, würde Silvia Lörmann fragen, also nach meinem Verständnis von Inklusion würde es dann keine Nazis mehr geben. Ist aber ein weites Ziel. Denn das widerspricht ja dem inklusiven Gedanken. Und ich möchte gerne der Dame antworten, eine Grundschullehrerin, die auf das Problem der Finanzen aufging. Also ich sage, oder wir vom Landesbehindertenrat sagen, es ist genug Geld im System, man muss es nur sinnvoll verteilen. Und was die Förderschulen...
Und was die Förderschulen angeht, die ja wirklich super ausgestattet sind, da würde ich den Wunsch äußern, öffnet doch bitte die Förderschulen für die Kinder ohne sichtbare Behinderung. So kann auch Inklusion entstehen. Ich bin auch Kommunalpolitikerin und Kreistagsabgeordnete und der Landrat seufzt immer, wenn ich das Thema Inklusion anspreche, nach dem Motto, bitte nicht schon wieder. Aber ich denke, dass es wirklich ein wechselnder Prozess ist, wechselseitiger Prozess. Und ich als, sag ich jetzt mal, als Frau mit einer Behinderung sage, die aufnehmende Gesellschaft muss sich viel stärker bewegen, als wir es tun, weil wir sind schon seit ewigen Zeiten unterwegs. Von daher fehlt mir da dieses, sage ich jetzt mal, eine Willkommenskultur. Was ich erlebe, ist, klar kannst du kommen, aber musst gucken, wie du hinkommst. So. Vielleicht, wenn Sie dies noch beantworten würden. Vielen Dank. Es gibt jetzt dann die schnellen Antworten und dann leiten wir auch schon zum Kulturprogramm über. Ich würde sagen, die Ministerin beginnt. Die Ministerin hat die meisten Fragen bekommen, was nicht überrascht, und es hätte mich ja auch gewundert, wenn die Fragen nicht angesprochen worden wären. Die Frage, ob welche Schule auf dem LWL-Gebäude, die kann ich nicht beantworten, weil ich da schlicht und ergreifend keine Sachinformationen drüber habe. Und manche Fragen hatten eins gemeinsam, nämlich, dass wir in einem Umbruch sind, weg von einer Defizitorientierung hin zur Potenzialorientierung. In dieser Umbruchdenke sind wir erfreulicherweise, weil das hilft zu all den verschiedenen Fragen, die ich angesprochen habe. Und ja, auch die Frage, müssen wir wie lange brauchen wir, Stichwort Quote auch, wie lange brauchen wir aufgrund der Tatsache, dass wir als Gesellschaft nicht inklusiv sind, dass nicht Menschen gleichen Zugang zu Ämtern und haben aufgrund von bestimmten Merkmalen, ich versuche das jetzt so neutral und wertfrei wie möglich zu sagen, wie viel defizitorientiertes und kompensatorisches brauchen wir und welche Instrumente brauchen wir, um das zu beschleunigen, den gleichen, gleichberechtigten Zugang. Und ich würde immer noch sagen, die Quote brauchen wir und die wollen wir nicht aufgeben, solange nicht genauso viel schlechte Frauen in Führungspositionen sind, wie schlechte Männer in Führungspositionen sind. Das würde ich erstmal immer noch mal setzen und da haben wir noch gute Berechtigung. Aber wir können uns natürlich vor lauter Instrumenten auch manchmal, sehen wir nicht das Potenzial. Das ist, glaube ich, der Spannungsbogen, den wir auf diese Frage bezogen machen müssen. Natürlich gucken wir auf andere Länder, das tun wir. Wir haben Sigrid Behr besonders in der Landtagsfraktion, wir haben aus Südtirol, wo man sehr weit ist, Leute geholt und die haben uns auch gesagt, ja, alle Wege führen dahin und macht und fängt an und tut. Und auch die sagen und trösten uns dann, sagen, wir sind 30 Jahre dran und wir sind auch noch nicht am Ziel, weil das eben ein so umfassender, so viel berücksichtigender Prozess ist. Und jetzt will ich noch was zu dieser Frage der Konnexität, die ist ja damit gemeint, wer bestellt, bezahlt, sagen. Das klang jetzt ganz einfach, wie du es gesagt hast. Und du hast ein Muster übernommen, von denen ich wirklich sage, so stimmen sie nicht. Weil das Land, unsere Gesetzgebung ist vom Grundsatz her nicht inklusiv. Schulrechtliche Regelungen sind nicht inklusiv, weil sie nicht utopisch sind. Aber wir haben ja Zuständigkeiten schon jetzt, die durch dieses Gesetz überhaupt nicht geändert werden. Wir haben Sozialgesetzbuch Bund, wir haben Schulgesetzgebung Land mit Zuständigkeit Land für innere Schulangelegenheiten, Kommune für äußere Schulangelegenheiten. Und deswegen zu sagen, wir beschließen ein Gesetz und tun nichts und übertragen Lasten, für die wir als Land verantwortlich wären, auf die Kommunen, da sage ich, das tun wir nicht, weil wir 3.000 Lehrer zusätzlich bezahlen. Nur mal die Größenordnung. Und jetzt kommt die spannende Frage, und die nehmen wir ja sehr, sehr ernst. Entstehen den Kommunen aus diesem Gesetz in ihrer Zuständigkeit als Schulträger
Belastungen, die das Land, weil es dieses Gesetz macht, ausgleichen muss. Über diese Frage rede ich mit den kommunalen Spitzenverbänden, seit ich im Amt bin. Ich glaube, 2 Wochen, nachdem ich im Amt bin, rede ich mit denen darüber. Und erst jetzt waren sie bereit, 3 Stunden vor Verabschiedung des Gesetzes, würde ich mal sagen, zu akzeptieren, dass wir diese Frage, weil sie Daten nicht haben, wir Daten nicht haben, zu sagen, dann gehen wir jetzt in einen Prozess und versuchen es zu verifizieren, aber wir erwarten nicht vom Land, dass es sagt, in jedem Fall bezahlen wir euch was, obwohl wir es nicht wissen, geben uns also in eine erpresserische Situation, und das tue ich nicht so gerne als freier, inklusive Ministerin, oder entstehen sogar Entlastungseffekte in den Kommunen. Und das wichten wir miteinander aus und das müssen wir jetzt herausfinden. Darauf haben wir uns jetzt verständigt. Wir hätten es schon lange tun können, das wollten die Kommunen aber gar nicht, weil sie Angst hatten, dass sie ihre Rechtsposition aufgeben vor Gericht. So, und jetzt sage ich noch zu 2 Beispielen was, damit es ganz konkret wird. Du hast das Sie haben das angesprochen, ich weiß jetzt nicht, ob grün oder nicht grün. Ja. Die Sache mit den Integrations-Inklusionshelfern. Das immense Wachsen der Inklusionshelfer ist bei dem Wachsen der Förderschulen entstanden und nicht beim Wachsen der Inklusion. Das ist die phänomenale Situation. Und dieser Anspruch des Kindes auf einen Inklusionshelfer besteht unabhängig davon, ob das Kind in der Förderschule oder in der allgemeinen Schule ist. Und dieser Anspruch entsteht aufgrund Sozialgesetzbuch und nicht aufgrund dieses Schulgesetzes. Hat mit diesem Schulgesetz nichts, aber auch gar nichts zu tun. Und das ist auch unstreitig, das wissen auch die Kommunen. Also das ist, und wir überlegen doch sogar, wie können wir Entlastungswirkung schaffen, indem wir sagen, wenn wir 5 Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in einer Klasse haben, dann ist das eigentlich zu viel Inklusionshelfer in dieser Klasse. Und dann möchten wir, dass die gepoolt werden können, damit wir vielleicht noch 3 haben und die Kommune nur 3 bezahlen muss und 2 andere bezahlen kann. Aber es ist unabhängig vom Förderort. Trotzdem können wir diese Frage unter Kiskes Gutachten gibt es, wo das aufgezeigt wird, wie der Zuwachs gewesen ist, aber durch Förderschulentwicklung und nicht durch inklusive Schule. Also lassen wir da nicht was anführen, was uns von richtigen Zielsetzungen abbringt. Und die Frage der Gebäude, das haben Sie auch angesprochen. Natürlich sind Zusammenwachsen und Übergangsprozesse sinnvoll und denkbar. Das sollen doch nicht Schulgebäude, die gut ausgestattet sind, zugemacht werden, um Himmels Willen. Wir wären doch verrückt. Sondern wir widmen um. Es muss aber schulrechtlich geklärt werden, das ist eine allgemeine Schule und dann wird dies eine Schule für alle Kinder, unabhängig davon, welche Handicaps sie mitbringen. Das lässt sich machen und das sieht das Gesetz ausdrücklich vor. Natürlich wollen wir das nicht verschwenden, aber Kommunen werden auch unglaubwürdig, wenn sie, ich habe hier Broschüren, wenn sie als Schulträger kostenintensive Umbauten von Förderschulen machen und sich darüber nicht beklagen und nicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht eine Rampe einbauen wollen. Und das, da finde ich, müssen wir dann jetzt sagen, ganz konkret und einfach zu sagen, das Land gibt nicht genug. Das ist nicht redlich in dieser Diskussion, weil das Land in seinem Zuständigkeitsbereich eine ganze Menge tut. Und ich weiß auch, dass die kommunalen Spitzenverbände Dinge ausfechten wollen, die mit unserem Gesetz und mit mir überhaupt nichts zu tun haben. Und da müssen wir auch ehrlich einfach miteinander umgehen. Und das können wir aber, und das wird geordnet, wird das weitergemacht. Ich glaube, es lohnt sich einfach, dass jeder in seiner Zuständigkeit daran arbeitet, Wege zu suchen und nicht Gründe zu suchen, warum was nicht geht, weil dann kommen wir nicht voran und wir möchten vorankommen und wollen es auch fair mit den Kommunen machen. Entschuldigung, Gymnasium. Gymnasium zieht sich nicht raus. Ich weiß, Gymnasium in Münster, erfreulicherweise eine Schule hier dokumentiert, Inklusion ist unteilbar, alle Schulformen sind beteiligt, Schritt für Schritt, nach und nach. Und es gibt schon super Gymnasien, die dankbar sind und gute Erfahrungen machen. Also da gibt es gute Gegenargumente, sinnlich erfahrbare auf dieser CD. Es tut mir leid, wir sind leider sehr, sehr knapp in der Zeit. Deswegen, wir sammeln Sie aber gerne. Gut, ich mache es jetzt auch ganz schnell, bin aber trotzdem
total dankbar für unser Gespräch, weil einem da ja immer nochmal Sachen, man denkt, man versteht irgendwie Sachen besser. Ich, diese Pointe, so viel Philosophie sei zum Abschluss nochmal erlaubt mit dieser Freundschaft. Ich weiß nicht, ob Freundschaft genau der richtige Begriff ist unter Menschen. Es ist auf jeden Fall ein sehr schöner Begriff und eine schöne Idee. Die beruht in gewisser Weise, die Pointe dieser Formulierung besteht in gewisser Weise daran, dass es auch nicht auf gemeinsame Interessen ankommt. Was natürlich in der Realpolitik immer wichtig ist, auf die gemeinsamen Interessen zu verweisen. Aber es ist, also ein Freund kann sozusagen auch Scheiße bauen und er bleibt ein Freund. Ja? Das ist wichtig. Überhaupt ist in Deutschland wichtig, dass wenn jemand hinfällt, er auch wieder aufstehen kann und dann nicht einfach liegen bleibt. Bei diesen Potenzialen, ich muss das nochmal sagen, das ist total wichtig, auf die Potenziale der Menschen zu gucken. Aber das Potenzial besteht nicht in dieser Typisierung. Das ist das Entscheidende. Also das Potenzial von den Menschen mit Behinderung ist nicht die Behinderung, das ist wichtig, ja, weil so, und da müssen wir als echt klarer werden, weil das durcheinander geht, ja, man kann natürlich auch an einem Handicap wachsen, jeder Mensch, schlingen sie scheitern als Chance, aber das ist trotzdem wichtig, dass wir da klar sind beim Potenzial. Was ich nochmal sagen wollte, und das war ja die Frage, andere Länder sind weiter, in der Tat, das ist das, was wir diskutieren, man muss fast lakonisch sagen, seit Jahrzehnten zum Beispiel mit dem skandinavischen Modell. Ich meine, nur das verdient einen eigenen Kongress, André, aber ich meine, was ist das Problem in Deutschland mit dem skandinavischen Modell? Das skandinavische Modell heißt mal ganz vereinfacht gesprochen, da wo es interessant ist, wir haben einen relativ niedrigen Individualtransfer, wir haben sehr gut ausgestattete öffentliche Institutionen. Wenn du diesen Weg gehen willst, dann brauchst du Vertrauen. Warum sollte, ich meine, die Grünen haben gerade mit einem Steuerwahlkampf hatten Probleme, warum sollen eigentlich Leute sagen, klar, wir machen das und wir sind uns unsicher, ob diese Institutionen eigentlich dann tatsächlich gute sind. Und das ist ja genau das, was ihr alle und Silvia vorneweg jeden Tag jetzt beantwortet, wie machen wir Institutionen zu guten Institutionen. Und da bin ich bei meinem letzten Punkt und dann halte ich die Klappe. Das Problem ist natürlich, dass der Versuch, diese gemeinsamen Orte zu guten Orten zu machen, auf erhebliche Widerstände stoßen kann, weil es nämlich genau zumindest gefühlt den eigenen Interessen zuwiderlaufen kann und es oft in Wahrheit gar nicht tut, wenn man es gut macht, weil es in der Tat eine Win-Win-Situation gibt, wenn sich Menschen begegnen in ihren unterschiedlichen Potenzialen. Aber was ich einfach nochmal sagen will, ist, das Problem, dass ein Kind in der Kita oder in der Schule ein Mittagessen nicht mehr bezahlen kann, ist schon wirklich ein sozialer Skandal und schlimm. Aber der eigentliche Skandal dieser Gesellschaft ist, dass diese Lebenswege von früh auf so fundamental auseinanderlaufen, weil es gibt eine gehobene Mittelschicht, versteht ihr, das wisst ihr, da ist schon mit 5 klar, unser Kind spielt ganz toll Tennis, unser Kind liest schon so gut, es lernt schon die zweite Fremdsprache und in der 7. Klasse kommt Chinesisch. Und dann gibt es andere Kinder, die sind erstmal alleine. Und bis die mal für sich klar haben, was will ich eigentlich werden, das ist ein ganz anderer Weg, vor dem ich tiefsten Respekt habe. Und die sind in einer ganz anderen Art und Weise auf diese Räume angewiesen. Und wenn man jetzt sagt, wir wollen diese Menschen zusammenbringen, dann verursacht das
automatisch Reibung, wo wir aber aus Empathie und aus einer bestimmten Idee heraus sagen, das muss, das soll sein und wir werden das jetzt so lösen, dass alle das Gefühl haben, das ist eine gute Sache und bringt uns weiter. Das ist, glaube ich, am Ende des Tages der springende Punkt in unserer Fragestellung. Ja, vielen Dank an Silvia Lörmann und Peter Siller. Wir werden jetzt dieses Podium verlassen und Sie mit unserem Kulturteil noch alleine lassen, eine gewisse Weile. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen viel Spaß dabei.